Ich bin wieder auf Tour, liebe Mutzis. Das als kleine Verkündigung ganz am Anfang. Und also, jo, jetzt denn gerade. Also, so ab Oktober. Ja, im Oktober geht es wieder los mit meiner Zero-Tour. Und wenn ich sage wieder los, dann sage ich zum letzten Mal los. Weil die paar Tourtermine, die wir jetzt noch haben, kommen vielleicht noch zwei dazu, ist noch nicht ganz klar. Aber was, jo, was jetzt halt gerade so online ist, das ist sicher. Und für die Tour-Shows, sagt man das so? Nein, ich habe es schon lange nicht gemacht. Für die kann man Tickets kaufen, ja, auf www.joelvonmutzenbecher.ch oder der Link da in den Shownotes. Und kommt vorbei. Es wird ganz, ganz geil. Das sind die letzten Termine. Also wirklich sind es die letzten. Darum, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr es nochmal wollt sehen, es hat sich natürlich verändert. Kommt vorbei, tolle Support-Acts auch dabei. Alles Mögliche an wirklich de la Crème von der Schweizer Comedy, wo sich bereit erklärt hat, bei mir Support spielen. Matteo Gutenrath, Josep Brizza, Leila Ladari, Teddy Hall, Benjamin Delahaye. Also wirklich hohe Qualität, abgesehen von mir. Drum kommt vorbei, jetzt die Tickets kaufen auf joelvonmutzenbecher.ch und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, läuft schon. Also. Ja, du fängst mal an. Yes. Yes. Wie geht's? Hey, gut. Ich bin noch schnell strecken. Ich werde mich die ganze Zeit müssen strecken. Wegen? Ja, einfach. Ich bin so ein Job. Ich sitze ja immer. Ja. Yeah. Egal, was ich mache. Also, außer wir spielen gerade ein Konzert, aber sonst hänge ich ja. in der Bananenhaltung. Ja, ich sitze ja immer. Egal, was machst. Ja, darum würde ich mich ab und zu müssen. So, aber ich hoffe, das stört dich nicht. Nein, ich finde es cool. Aber du machst nicht noch Stretchings. Ich sollte. Aber ich habe einfach angefangen, tatsächlich, so, wenn ich so büromäßig irgendwie arbeite oder im Studio oder so, dann mache ich auch so. Und tue ich so. Und so. Das ist noch geil. Wirklich? Ja, das ist voll noch geil. Kann ich dir empfehlen. Hast du so ein verstellbares Pult? Kannst du ja stehen? Es kommt darauf an, in welchem Job. Dort, wo Geld vorhanden ist, wo ich einfach meiner Lohnarbeit nachgehe, dort selbstverständlich hat es dort Stehpult. Ja. Dort, wo in unserem Studio zum Beispiel, oder die Hei, hat es natürlich nicht. Okay. Aber easy. Ich schaffe es so. Ja, aber bist du denn einer, der im Büro effektiv auch steht? Ich finde es mega geil. Ja? Dass ich mal eine Broschüre von der SUVA gelesen habe. Über Bildschirmarbeit. Weiss ich jetzt, dass man muss ein Drittel von der Zeit stehen, ein Drittel von der Zeit mit fixer Rückenlehne und ein Drittel von der Zeit mit flexibler Rückenlehne. Ah, wirklich? Das ist schaffen. Und ich gebe mir tatsächlich Mühe, das zu machen. Und dann hast du einen Timer, wo du sagst, okay, jetzt der. Nein, aber irgendwann, wenn ich merke, so fuck, es tut schon wieder hure weh, was ist echt? Ah ja, ich sollte vielleicht mal aufstehen. Oder so. Aber was ich nicht habe, ist das Laufband. Es gibt ja die, die auf einem Laufband laufend arbeiten. Wirklich? Am Computer. Hast du die noch nie gesehen? Nein, ich bin schon lange nicht mehr in einem Büro. Ja, nein, also ich habe es auch noch nie live gesehen. Nein, aber so im Internet innen, so Influencer, so Corporate Büro, weißt du auch nicht was. Ja, ah, und dann läuft es so. Okay, mein Algorithmus. Ja, du hast viel vorhanden. Du hast einen anders trainierten Algorithmus. Ich habe eigentlich fast keinen mehr. Was zeigt es dir denn an, obwohl du nie drauf bist? Ich muss dazu sagen, ich habe zwei Handys. Ja. Und auf dem einen habe ich es gar nicht mehr drauf. Ja. Und auf dem Geschäftshandy habe ich es noch drauf. Ja. Und dann brauche ich es auch wirklich nur für Geschäft. Ja. Wenn ich jetzt würde meine Startseite dir zeigen von Instagram, dann wäre es, ich würde sagen, 70% Formel 1. Nein, sagen wir 30% Formel 1. Ja. 30% Golf. Oha! Vielleicht 20%. Kaviar! Vielleicht 20% UFC. Nein, ohne Scheiß. Und 20% Basketball. Ich glaube, da sind wir. Ah, und das ein oder andere Comedy-Video kommt in Madrid natürlich. Aber schaust du so Schlägle? Unter anderem. Wirklich? Ja. Ich meine, eigentlich will ich ja die Gäste viel gut sagen, aber ich kann dir sagen, ich weiß noch, wo ich wirklich so einen massiven Moment von viel gut hatte.
ist während Covid, ich weiß doch auch nicht, wenn, erster Lockdown, bla bla, die UFC hat als, ich glaube, erste Sportorganisation weltweit, wie sie oft alle nicht ganz bache sind, haben sie gefunden, wir machen weiter. Und dann haben sie irgendeine weirdy Fight Island gemacht, irgendwo in dem Grad, wo alle testet, vorher dann dort privat eingeflogen, nochmal testet, dann fangen in die Location, weißt du, wirklich so? Yeah. Und kein Publikum, nichts. Yeah. Ey, und wo nach einfach dieser Türe, wo einfach nichts gelaufen ist, wo ich dann irgendwie, ich weiß nicht, ich bin viel zu müde gewesen, ich habe gefunden, aber ich muss das jetzt schauen. Und bin ich einfach so im Bett und habe so den Laptop und dann nachher fährt der erste Fight an und irgendwann hörst du so, weißt du, hörst du die ersten Kicks irgendwie und ich so, oh, das ist mir so gut gegangen. Und ich glaube, dann habe ich so gut gepennt wie einen Monat. Ey, sorry. Ich finde das eben hure unterste. Ich finde die UFC, das hure, ich finde das so unterste, so nieder im Fall. Weil, weißt du, so, sonst so Kampfsport, ja, okay, ja. Ich boxe ein bisschen, was weiß es sonst noch gibt und so. Aber ich meine, dort ist wenigstens, wenn einer am Boden liegt oder wenn einer K.O. ist, dann ist er einfach K.O. Und die huren Idioten, dann liegt einer am Boden, irgendwie kumpelt es da drauf und haut ihm noch den Ellbogen ins Gesicht und so. Klar, die macht das alle freiwillig, aber ich finde das so nieder. Wirklich. Das ist so, ich check's einfach nicht. Also es ist kein grosser Unterschied von Boxen. Oder nein, ich glaube, so verletzungsmäßig oder so, das glaube ich auch nicht, oder? Weil ich meine, am Schluss, die sind eh alle einfach nachher irgendwie nicht ganz bachen. Einfach alles rausgeschlägelt aus dem Nein, also, was sie herausgefunden haben, ist, dass eigentlich, was im Boxen passiert, ist viel schlimmer, oder? Ja. Einfach immer die Schläge auf den Kopf und so. Nicht einmal wegen dem, sondern weil, wenn sie am Boden sind, jetzt nehmen wir an, im Boxen kriegst du einen Knockout-Punch. Du liegst am Boden und du wirst angezählt und mit irgendwie 7, 8 stehst du wieder und du sagst, ich kann noch weiter fighten. Und dann passiert das nochmal 4, 5 Mal in der nächsten halben Stunde. Im Gegensatz zu, wenn du so einen Schlag in der UFC kriegst und der andere kommt dann eben drauf, meistens verpasst er nicht mal mehr einen, ab und zu passiert es. Aber oft geht dann der Schiri dazwischen, weil er sagt, okay, da ist nicht mehr verteidigungsfähig oder so. Und dann ist fertig. Also für Langzeitschäden, es ist eh nicht gut. Sich ist geil. Man kann sich schon alles schön reden. Nein, es ist eh nicht gut, sich etwas so vergrinsbar. Ja, ich kann das einfach nicht schauen. Ich verstand es auch. Ich sehe nachher, und dann wirklich, wow, nein. Ich verstand. Ich verstand. Aber ich finde geil, dass dir das Feel Good Moments beschert. Das ist wirklich geil. Aber geil, es war wahrscheinlich auch gesehen mit Fuck Me Nicht, wenn sie Badminton angefangen haben, irgendetwas. Ich so, come on. Das wäre aber huere sick. Übrigens, was ich dir kann empfehlen in dem Fall, ich habe irgendwann so von wegen Insta-Algorithmus und so, irgendwann, man merkt ja, jeder Mensch merkt irgendwann, wenn ich zu viel auf Insta hängt oder sonst auf irgendwelchen Sachen, es tut einem einfach nicht so gut. Oder? Yeah. Je mehr, egal, so ein bisschen, wenn man sich, vor allem wenn man zu viele Sachen folgt oder irgendwie verfolgt, wo ja etwas mit einem zu tun haben, andere Bands, andere, was weiß ich, Comedians in deinem Fall jetzt oder so, irgendwie macht es dich fertig, weil du siehst ja dann auch die anderen, das läuft super geil bei denen und ich habe jetzt da keine Tickets verkauft oder was weiß ich, so. Und sie dann, denken das Gleiche von dir, das ist das Schlimme. Ja, genau. Es ist einfach so, weil niemand miteinander redet, macht sich kollektiv, macht sich einfach fertig. Und am Schluss kann sich der Mark Zuckerberg noch ein drittes Beiboot zu seiner 127 Kilometer Yacht kaufen. Das ist, was passiert. Und dann habe ich angefangen, so weird Sportarten folgen. Alter, ich bin... Oder? Und auch so Channels, die so weirde Sportarten vorstellen, so ganz viele verschiedene. Yes. Und mein Lieblingschannel, im Moment, einer von meinen Lieblingschannels, ist so, der heisst irgendwie so Tamil Sports irgendwas. Aha. Und es sind so tamilische Sportarten. Yeah. Und da gibt es unter anderem so, so ein Fangis. So. Und es ist so hure weird. Es ist so, irgendwie, ich glaube, es sind zwei, also je zwei oder so vier in einer Mannschaft
Und nachher, manchmal müsste ich sich dann aber auch so, ich check's kein bisschen, wie es funktioniert. Ich habe es auch noch nie nachgelesen. Und manchmal müsste ich sich dann auch so heben. Das ist wie so Bärli-Fangis. Weißt du, so früher im Kindesgehen. Ja. Hast du die so müssen das zweite heben und dann hast du so andere müssen fangen, oder? Ja. Und das ist so irgendwie tamilisches Bärli-Fangis. Geil. Das ziehe ich mir jetzt hin auf Insta. Das ist schon recht geil. Weil früher noch ein Kollege und ich, weißt du, so klassisch auch Student und ich halt das schon gemacht, was ich jetzt mache und darum viel Zeit, haben wir uns oft immer so, wir haben es getroffen, beide noch geraucht, ganz schlimm. Und dann bist du einfach so stundenlang bist auf dem Sofa gehängt und hast eine Ziege nach der anderen hinterher geschlätzt. Und entweder haben wir irgendwie Stand-up geschaut oder eine Serie. Oder auch sehr gerne einfach mal gezappt und meistens bei Eurosport, bei irgendetwas, bei Eurosport jegliche Recht vor wichtigen Sportarten verloren hat. Einfach hängen geblieben bei irgendwie Highland Games oder weißt du sowas. Und wir sind immer komplett im Feuer gesehen. Es ist so und sick im Fall. Bis heute schicken wir uns ab und zu einfach so, schau mal das an. Und es ist wirklich einfach so, kürzlich hätten wir einen geschickt, der beste Pétanque-Spieler auf der Welt. Ja, das ist schon geil. Eben, und das ist dann so ein komplett abgefuckter Dude, der dann so ansteht. Er steht dann so. Ja. Und wirft so. Ja, ja. Und natürlich trifft dann perfekt. Und weißt, natürlich ist es ein Highlight-Reel und solche Sachen. Und darum habe ich jetzt auch so neben dem Arbeiten, weißt, wenn ich so Buchhaltung machen musste oder irgend sowas, habe ich so im Hintergrund auf die Olympia laufen lassen. Aha, ja, ja. Weil du entdeckst ja Zeugs, oder so oft dann noch mit irgendwie Expert oder ihn, wo ich glaube, so der einzige Mensch ist aus der Schweiz, der mal den Sport gemacht hat, der dann auf Zeugs erklären. Das eine, was ich gesehen habe, das war so geil. In so einer Art Kanu, mit aber durch Dörli fahren und Strömungen und du musst wieder zurück. Ja, ja. Noch nie gesehen, weißt du, what the fuck? Das macht's, in Zürich macht es das, habe ich gesehen, nicht? Ja, das klar. Gut, in Basel macht es das sicher, habe ich gesehen, nicht? Nein, in Basel ist eben, wie heißt der Weidling. So Stockel, ja, oder wie das heißt, Stockel mit dem Weidling. Ja. Bist du nie im Stockelverein gewesen? Nein. Oder so? Nein. Aber ich bin mal am Rhein gehängt und einer, den ich früher in der Schule gesehen bin, der ist an dir vorbeigestockelt. Ja, oder heißt das überhaupt Stockel? Nein, es heißt Stochere. Weidlet, ich weiß auch nicht. Da ist dann wirklich so, hey, Joel, weißt du, mit so einem dunkelroten Kopf bei 35 Grad. Wie geht's? Ich sehe ja gut an dir. Du hast jetzt mit deinem Boot da aufstockeln, damit du dann nachher kurz anbetreibst. Ja, das ist sick. Und einmal haben wir eine Stunde gesehen, das war auch geil gesehen. Weißt du, wo wirklich eine komplett zusammengeschissen hat die ganze Zeit. Wieder falsch gestockelt. Ja. Oben, weiter, oben, nein, oben. ja, geil. Ja, sehr geil. Geil. Okay, also das Fangis muss ich mir mal reinziehen. Hey, mit tamilisches Bärli-Fangis. Ja. Und das ist im Fall huge, glaubt ihr. Sicher. Also, es ist wirklich geil. Geil. Oder so auch finnisches Baseball, das ist auch geil. So Hupsel-Hötelanti oder so heisst es. Okay, was ist dort der Unterschied zu anderen Baseball? Der Unterschied ist, dass nicht der oder die, der wirft, schießt nicht von vorne. Und 100.000 Mal kann der, der schlägt, gar nicht schlagen, sondern der steht wie nebendran und wirft den Böllen nur so auf. Das heisst, die schlagen, treffen eigentlich fast immer. Ja. Also so Next dann Level ist viel spannender. So Kinderbaseball. Ja, es ist wie so Schlagball. Oder so Schlagball, oder wie das heisst, früher im Turnen, oder? Yeah. Oder den Böll kannst du selber können aufrühren und dann schiessen. Macht es einfach der andere aber, oder die anderen. Und irgendwie ist es auch noch geil, dass das Feld nicht beschränkt ist. Auf die Seite. Und dann geht der Böller geht die ganze Zeit raus und dann müsst ihr über irgendwelches Zeug drüber und so. Okay. Schon geil. Pesapallo. Pesapallo, ja. Und die haben immer und die haben so geile Helme an. Und so. Und immer so ein Stirnbänder. Oh, okay. Das ist schon sick, schau mal. Okay, aber also vom Outfit her, das wäre ein Sport, wo ich voll dabei wäre. Auch mit so Stirnband? Ja. Hundertprozentig. Schau mal. Ja, weil ich finde, das wird oft unterschätzt. Du musst auch. Was hat die noch für ein Bömmel, der dort hinten rausgeschaut hat? Ich glaube, ihre Haare, oder? Ah, okay. So lange Haare. Aber das darf man nicht unterschätzen. Wenn man siehst du, schau mal. Huere geil. Bei einem Sport musst du dir auch überlegen, was ist denn das Outfit, das du hast, oder? Ja. Und sie gumpen die ganze Zeit. Ich glaube, auch wenn sie nicht müssen,
Machen es immer so den Dive. Ich würde auch. Ganz ehrlich. Habe ich auch im Basketball gemacht. Das ist nie nötig gewesen. Ja, also wie hat es jetzt geheißen? Pesapallo. Nein, der Hübsi lünt der Hübsi. Aber fast. Pesapallo. Was kommt denn auf deinem Algorithmus? Hey, viel so Sachen. Ja. Yeah. Ich finde zum Beispiel auch Disc Golf, finde ich auch geil. Yes. Disc Golf, yeah. Mit so Frisbee Golf. Oder das gibt es im Fall auch mit Fußball. Oh, I know. Auch geil. Das liebe ich, wenn sie mir einen Patten. Und sie stehen, ja, sie, ja, stehen so lange dort. Ja. Ja. Und dann muss ich so. Der langsamste und Patten. Selbstverständlich folge jetzt auch der International Mini Golf Federation etwas. Yes. Auch geil. Ja, so Zeug. Und dann schon auch viel natürlich so Musik. Ja. Yeah. Und so die neuesten Geräte und so. Was man so tüfteln kann. Was man so tüfteln kann. Und was ja ein altes Hobby ist von mir, was ich eigentlich nicht mehr wirklich viel mache, aber was ich immer noch geil finde, Inlineskaten. Ah, wirklich? Ja. Aber so, also so rumfahren, das mache ich noch, yeah, ab und zu. Nein, aber so die mit so rumgrinden und so Tricks und so. Ah, oh. Kennst du das Video vom SRF-Archiv, wo sie Inlineskater in Lausanne... Ja. Kennst du das? Ja. Das ist super geil. Eins von meinen absoluten, ja, Lieblingsvideos. Ja. Das ist super geil. Wo die Cops ja dann noch kommen. Ja. Und es ist wie eine Szene aus Superbad. Ja. Ja, das ist super geil. Lausanne ist ja mega... Dort sind ja so viele von den Inlineskate-Pionieren aus der Schweiz waren, yeah, von Lausanne gewesen. Dort hat es einfach mega früh so eine hohe Szene gegeben. Schon geil. Ja, wie viel ist ja Hip-Hop? Ich glaube, es ist 94 oder so. Und die, ja, Lieblingsszene ist wirklich, wo die Cops sie wollen anhalten, ja, und sie fahren so halb übers Trottoir, ja, und es macht so und dann, ja, kommt so ein riesen Ölfleck, ja, und wo sie aussteigen, der eine, der wirklich aussieht wie aus Superbad. Schau dir noch so kurz den Ölfleck an. Weißt du, aber sie haben ja jetzt einen anderen Auftrag. Ja. Yes, das ist es. Das ist es. Kannst du mal da ein bisschen spulen? Oh ja, das ist super geil. Genau, das ist der Interviewteil. Und jetzt, Achtung, jetzt, da kommt's denn. Achtung. Das ist doch der Ding, oder? Heißt der? Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe das Video schon so oft geschaut. Ja, irgend so eine Legende, oder? Ist das ein Konto oder so? Irgendwie. So, schau jetzt. Das wird sie. Jetzt kannst du mir wirklich zählen. Schau jetzt. Ich tanne mal drauf. Öfter du, es war nüt. Ja. Bonjour, monsieur. Waldklasse. Schon geil. Okay, das machst du aber selber nicht mehr. Hey, nein, also nicht mehr wirklich. Also ich kann noch so ein bisschen umfahren. Mhm. So ein bisschen. Aber nein, ich bin zu wenig trainiert für das. Dann gehe ich einfach dreimal um und dann bin ich 2 Jahre verletzt. Aber das kommt trotzdem in die Algorithmus, dass du noch andere siehst. Nein, ich schaue einfach das noch viel und fühle mich wie so ein bisschen verbunden irgendwie, yeah, mit dem Ganzen. Ja, yeah, das habe ich mit Basketball. Das, wenn ich so, yeah, die absoluten NBA-Cracks gesehen, denke ich so, hey, das sind ja meine Kollegen. Hey, die meine Kollegen von früher, wo NBA noch auf DSF über den Mittag gekommen ist. Aber sowas vor. Mm. Das hast du auch immer geschaut. Und das Geile ist, weil du es einfach wirklich sonst nicht mitgekriegt hast, mhm, ich habe, ich weiß nicht mehr, ich glaube 97 Finals gegen Utah Jazz, Bulls Jazz, mhm, habe ich einfach auf DSF geschaut und erst nachdem ich es auf DSF gesehen habe, habe ich gewusst, wer gewonnen hat. Ja, ja. Das ist schon geil gewesen, ja, aber schon jeden Mittag unter der Woche oder so ist es gekommen. Oh ja, und ich bin immer bei meiner Großmutter zum Mittagessen, ja, und habe immer sofort, ich muss DSF sehen, ja, und habe dort den fucking, wo es 82-82 steht und der Jordan macht der Buzzerbeater zum 84-82. Das habe ich quasi für mich gefühlt live gesehen. Ja, ja, voll heikram von der Schule. Noch mega schnell irgendwie reingeschlitzt und dann Kiste anstellen. Genau. Ah, sehr schön. Schon geil. Kommen wir mal zu deinem ersten Feelgood. Ja. Ja. Also ich habe ja gehofft, bist du jetzt am Überlegen? Hast du keine vorbereitet? Nein. Ah, okay.
Also ich habe gehofft, dass eins davon Dirty Food ist. ist natürlich. Vor allem, ich wollte eigentlich noch mitbringen, aber ich hatte einen hohen Stress gehabt. Ich bin sogar mit dem Auto da angekommen, völlig absurd. Aber ich hätte es schon schnell geschafft. Wirklich? Ja, darum. Ja, ist natürlich. Ist natürlich. Also ich finde. Ich habe gerade. Das ist aber so geil. Ich habe gerade gestern zu Abend, bin ich irgendwie. Ich habe meine Frau krank und irgendwie noch Zeug müssen und umstressen und so. Und bei uns im Haus hat es einen Spar. Und nachher habe ich. Im Haus hat es einen Spar, ja. Und der hat bis 9 Uhr offen. Und okay. Ich bin so um 5 vor 9 Uhr noch irgendwie wieder zurückgekommen. Und dann habe ich gedacht, wow, jetzt muss ich mir noch irgendetwas gönnen. Jetzt war wow, Stress, alles hure abgefuckt. Und so. Und dann bin ich im Spar. Und dann habe ich gedacht, ich gönne mir etwas. Und dann haben wir so einen Milka Tender. So, das sind die Küchli. Weißt du, die mit so, wie so Rouladen. Okay. Mit so Schocker und oben. Ja. Und irgend so eine undefinierbare Creme drin. Das und so ein Yes. Das sind doch die auch so kleine Rouladen, Küchli, etwas Creme, Schocki. Ich eine Zeit lang hat die mega Werbung gemacht. Ja, mit dem Kerzli. Mit so einem Kerzli, genau. Kleine Kuchen. Etwas. Ja. Hey, dann habe ich mir die zwei Sachen. Ich habe nicht mal gewusst, dass das noch gibt. Ja, das gibt es noch. Habe ich mir das Caramel Yes und das Milka Tender und dann habe ich mir das einfach mit einem Glas Milch reingefräset um 9:30 Uhr und das voll geil gefunden. Und hast einfach das Leben geliebt. Hey, ja! Das ist wirklich, das ist schon geil. Das ist schon geil. Und eben, was ich eigentlich auch mitbringen aber nicht mehr können, wären so kleine, viel salzige so Salami-Stäbli. Oh, welche? Die. Citerio? Ja. Die sind so geil. Ja. Die sind so geil. Aber wirklich. Irresistibili oder so heißt sie. Oder die sind, aber wirklich, die sind so salzig. Die sind absurd salzig. Aber ich finde, immer fasziniert finde ich, sicher. Wenn du in einem Restaurant bist und es wird einfach zu viel Salz ins Essen gemacht, yeah, ist es nicht genießbar. Aber bei Dirty Food yeah kriegen sie es an, yeah, mit halt allen anderen yeah Stoffen, die sie yeah noch reinknallen, yeah, dass das Ding yeah zu 99% aus Salz kann bestehen yeah. Und du schmeckst es auch, aber du kannst es trotzdem essen. Yeah. Das ist so abartig. Es ist super geil. Es ist wahrscheinlich. Und wahrscheinlich stirbst du ja. Ja. Wenn du so drei von den Packungen von denen willst essen, dann wirst du wahrscheinlich gleich sterben an einer Übersalzung. Ah. Aber ja, das ist schon wirklich etwas Geiles. Ja. Sie haben ja mit natürlich irgendwie Ratten oder irgendwie so, mit irgendwelchen Tieren haben sie Tests gemacht, wo sie die richtige Mischung von was ist es gesehen? Fett und Kohlenhydrat gefunden haben. Wenn es die und die Mischung ist, haben sie gemerkt, dass die Ratten nicht aufhören zu essen, obwohl sie mehr als genug gegessen haben und es keinen Grund gibt, noch zu essen. Sie platzen quasi. Ja. Und das ist zum Beispiel jetzt die Mischung von Pringles. Genau das Verhältnis von Fett und Kohlenhydrat. Und Scheiße. Sind Pringles. Ja. Und sie machen ja sogar noch Werbung mit einmal gepoppt, yeah, gestoppt, yeah, was weiß ich. Oh, Scheiße. Ja, weil anscheinend neurologisch oft etwas es setzt eigentlich aus von, weiß doch auch nicht, wie es funktioniert. Ich habe viel zu wenig Ahnung. Das ist ein Podcast, ich erzähle irgendwie halb Worte. aber aber das macht voll Sinn. Weil ja, die Art von Chips, die kannst du wirklich einfach essen. Yep. Essen. Und bei anderen ist es ja schon dann manchmal, irgendwann ist genug. Richtig. Und bei denen einfach nicht. Bei denen nicht. Es sind ja keine Chips. Das ist das Geile. Ja. Es ist ja einfach irgendwie, hat etwas Stärke zusammengepresst. Ja. Irgendwas. Ich schaue aber ab und zu das ZDF Besseresser, oder wie das heisst. Uh-huh. Und dort hat es einen, der tut dann alle die sehr, sehr industriell hergestellten Food-Sachen, yeah, tut auch, wie heisst es? Fuck, es gibt eben sogar einen Namen dafür. Ich glaube, Lebensmittelhersteller nennen sie es.
Es, ist eben, es hat nichts mehr mit Kochen zu tun. Aha, es ist wirklich einfach. Und er ist dann in einem Labor und dann zeigt er irgendwie, weißt du auch nicht, Ferrero Rocher. Und dann macht das nachher und zeigt mal, wie das überhaupt hergestellt wird. Und sein Ziel ist natürlich, dass es so nach wie möglich ans Original kommt, oder? Ach geil, das muss ich auch mal. Das ist richtig, richtig übel. Ja, es hat eh. Also ich meine. Aber es ist eben gleich hure geil. Natürlich. Und ich weiß, wie schrecklich die fucking Haribo-Fröschli sind. Ja. Und was, aus was den eigentlich Sebastian Lege. Ein spezialstrengender Typ. Ah. Oh, hat er Stangenei, hat er in dem Fall da, hä? Oh ja. Auch geil. Auch geil. Stangenei ist auch so etwas Geiles, wo ich das erste Mal gehört habe, dass das gibt. Das ist, habe ich mir vorher noch nie überlegt, aber es ist ja logisch. Ich meine, wenn du die ganze Zeit die Eischeiben müsstest aus Eier rausschneiden, das wäre ja hure beschissen. Und dann tust du es einfach dekonstruieren und füllst es einfach in eine Stange und dann kannst du einfach schnibbeln. Und hast einfach wahrscheinlich sogar noch weniger Food Waste, oder? Liebst du das auch, wenn du so in irgendeinem Restaurant Bahnhöfli zu Mittag isst und du sagst irgendwie Salat voraus oder so? Und dann kommen sie mit den Eiern, wo wirklich das Eigel ist, einfach schon so grünbraun. Ja, gut, ja, wow. Wo du weißt, das ist das Picknick-Ei, wo auch einfach schon länger, wo einfach schon länger an der Bar rumgehängt ist. Wo sie einfach schnell aufgeschlagen haben. Neben Maggi-Aromat-Behälterli. Und ein Paprika-Chips und ein Kegifrett und ein Nüssli. Ja. Das haben sie jetzt halt einfach mal noch aufgemacht und schnell in den Salat geschmissen. Oh nein, das ist so, aber ich weiß auch nie, ob das giftig ist oder so. Hey, ich esse es auf dem und es geht mir gut. Also, schon? Also es geht mir gut, ja. Also ja, gut, eben. Verhältnisentsprechend. So gut, wie es mir kann gehen, nachdem wir grünes Ei gegessen haben. Also, oh Mann, ja, aber Stangenei. Also, aber ich habe mir noch nie eins eben können kaufen, leider. Ich hätte gerne mal ein Stangenei. Ich weiss, falls ich dir mal ein Weihnachtsgeschenk mache, weiss ich, was gerne voll. Ein Stangenei. Stangenei. Ja. Hast du schon mal so ein Meter-Ei, weißt du vielleicht? Dreierei-Mischung aus dem Tetra, hast du die selber schon mal gehabt? Nein. Wo sie in den Hotels immer haben? Ja, das sind wir auch nicht. Auch legendär. Ja, hast du das mal gekauft? Nein. Man müsste eben so eine Engros-Karte haben. Aber du kannst ja mittlerweile, habe ich gemeint, sogar als Privatperson in so einen gehen. Kannst du nicht Unmengen kaufen? Oh nein, was? Ich habe ja GmbH. Ich könnte ja eine Karte lösen für unsere GmbH. What? Ja, Band für Pflege. Ja, natürlich. Ja. Ist ja wurscht. Musst ja nur eine GmbH haben im Handelsregister, dann kannst du das gerade bestellen. Ey, du ey, sick, Mann. Und dann gehe ich dort rein und kaufe 7 Kilo Stangenei. Und dann gibt es eine fette Stangenei-Party. Nein, einfach eine Stangenei-Party. Wow, und zwar ey, einfach so. Dann snackst du einfach so Stangenei rein, oder? Eine fette Schüssel Mayo. Stell dir dann vor, ich habe hier mein Stangenei und hier meine 7 Kilo Mayonnaise. Und dann kannst du einfach so. Yep. Und dann snackst du. Stell mal rein. Schon noch geil. Boah, das ist sick. Das ist wirklich sick. Ja, geil, dass du mich auf die Idee gebracht. Hey, gern. Weil dort gibt es ja sicher auch noch so andere weirde Stuff. Dort gibt es. Für so Gastro. Oh yeah. Gibt es vieles. Geil. Es gibt, glaube ich, auch Kaiserschmarrn-Fertigmischung. Also quasi auch schon wie, so, wie die Eier im Tetrapack. Das hat einfach nur noch. Ey. Ja. Der Kaiserschmarrn so in die Pfanne musst hauen und dann hast du ihn gemacht quasi. Ja. Das geht's. Und ja, aber gehst du am dort? Nein, ich selber nicht, aber ich habe schon Sachen bestellt. Ja, was heisst jetzt das? Ja, das heisst, weißt du, so, früher hast du eine Geburtstagsparty gehabt und dann hast du natürlich irgendjemand, der so eine Karte gehabt hat, hast gesagt, also hol mal. Hol mal Kaiserschmarrn, 7 Liter. Nein, Kaiserschmarrn nicht. Aber wo ich im Spital gesehen bin, ist der eine Freund von der Familie, wo auch ein Restaurant hat, der ist gekommen und der ist, glaube ich, am Morgen ist er eben noch schnell gerade das Restaurant einkaufen machen. Und dann hätten wir ins Spital hätten wir die fucking 5 Kilo packige Haribo irgendwas gebracht.
Boah. Es gibt ja 1 Kilo und dann gibt es nochmal eine Größe. Noch grösser? Ich meinte, es ist dann 5 oder so. Ja. Auf so saure Zunge. Und auf so, da, gute Besserung. Und ich so, gern. Oh mein Gott. Kannst du eine Woche länger bleiben, wenn es sinnig gefuttert hat. Ist bei dir salzig oder süß stärker? Ich würde sagen, es ist ein bisschen wie Yin und Yang. Ja, okay. Es braucht einfach beides. Ja. Aber ich bin schon... Nein, es braucht schon beides. Okay. Also gerade so im Trash-Food-Bereich, ja, finde ich, ist beides wichtig. Ja. Oft auch zusammen, das ist auch noch... Ja, das ist ja eh, also das ist eh sick. Also das ist jetzt aber hure nicht Trash-Food, aber gerade letzte habe ich mal tatsächlich können alleine gehen zum Morgen essen, am Sonntag, irgendein Neumann. Ja. Hey, und dann bin ich in so einem richtig geiles Kaffee-Restaurant hier in Zürich, gehe zu mörgeln und dann habe ich das erste, was ich gegessen habe, ist so French Toast mit Speck und Ahornsirup gewesen. Mhm. Und das ist einfach, also ich bin fast gestorben, so geil ist das. Mhm. Einfach so Speck, Fett und dann Ei, das süße Brot und nachher Ahornsirup und so. Das war sick gewesen. Hat ausgesehen wie so Kutteln, glaube ich, so in einer Reihe. Aber es ist schon sehr gut. Ja, die Kombo ist super geil. Hast du schon mal, ich habe das nur mal gesehen, das ist ja so ein bisschen Trend, Vanilleglasse... Frittiert? Nein, Vanilleglasse mit Olivenöl und Salz, glaube ich. Ist wow, das? Das ist sicher sehr grusig, nicht? Das sagen alle und dann machen sie einen Selbsttest und dann gehen sie komplett durch. Ich habe es noch nie gemacht, aber... Aber so das Olivenöl, so ein das hässige Olivenöl, weißt du, so ein kratzt im Hals und so. Du meinst, das wo aus der schon 5-mal durchgepressten. Ja, einfach das. Socken. Es gibt ja wie das mit Charakter, so. Ja. Yeah. Und dann gibt es das, was eher so ein zurückhaltend ist im Geschmack, oder? Ich glaube, es müsste schon gut sein. Aber gut können ja beide sein. Es gibt ja wie beide Geschmacksvarianten. Ich weiß gar nicht. Gut, Zubereitung. Ja, Zubereitung. Crazy, das ist sicher wirklich sehr schwierig. Findest du ein Video von jemandem, der testet? Gut, wenn du natürlich das Glas selber machst. Aber was nimmt man denn für Olivenöl? Das ist natürlich schon... Kann das schmecken, ja. Das soll lecker sein. Probieren wir es aus. Ja. Spul mal, bis es ist. So, und jetzt? Ja, gut. Sag's ehrlich, ich bin Waffen. Bla, bla, bla. Dafür haben. Probieren wir. Jetzt, Achtung. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Und es schmeckt auch irgendwie. Also, wenn ihr hasst, seid. Auch wenn ich spät angehen könnte, ich kenn's wirklich krass. Ihr könnt mich jetzt hassen, aber das ist für mich eine 9 von 10. Schmeckt 9 von 10? Das schmeckt übelst das edel. Das verdammt lecker sein. Probieren wir es auch. Okay, ist gut. Das haben wir schon gesehen. Hey, ja, ich muss es dem Fall ausprobieren. Hast du aber dem Fall noch nicht gemacht? Nein, vor allem ich habe gedacht, du wärst der erste Mensch, den ich kenne, der das probiert hat. Nein. Aber es gibt ja so Kindheitsmischungen, also irgendwelche Kombo, die man einfach mal in der Kindheit entdeckt und dann zieht man das durch. Ja. Ich zum Beispiel Rührei mit Ketchup. Ja. Ah ja, da gibt es bei mir etwas ganz Geiles. Achtung. Salzstängeli. So im Butter dippen. Dann kriegst du auch die Mischung an von Kohlenhydraten und Fett, dass du nicht aufhörst. Genau. Oder? Also du musst auch ein bisschen, wenn der Butter ganz hart ist, ist es ein schwierig, dann brecht es immer ab. Oder? Also du musst ihn ein bisschen früher rausnehmen. Ja. Das hat es immer bei meiner Großmutter gegeben. So ein Tellerli. So ein schönes. Also ich meine, Großmütter, oh shit, jetzt kommt mir gerade nochmal etwas in den Sinn. Also die eine Großmutter, dort hat es das einmal gegeben, dann, dann hat sie so ein Glas, so Kristallteller, weißt du, wo so unten so Kristallerli hat. Ja. Yeah. So, und dann so ein kleines Mödeli Butter. Yes. Und dann Salzstängel. Dann hat man so rein und das mache ich ab und zu noch. Mhm. Sick. Und jetzt fällt mir gerade ein, meine andere Großmutter, die hat damals Bratwurst-Toast gemacht. Oh mein Gott. Wow. Und das war ja sick gewesen. Und dann hat sie so ein Toast, ein Toastbrot, leicht angetoastet, eine Bratwurst, Scheibli schneiden, dann auf den Toast und dann mit irgendeiner so einer hellen Soße.
Also ich weiß nicht, was das für eine Soße war. Und ja. Oh mein Gott. Das ist so eine Art. Toast Hawaii, einfach mit Brotwurst. Ja, oder so wie so Tartar für die einfachen Leute. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. So. Weißt du, was bei mir noch Großmutter gegeben hat? Das ist sick. Ein Würfel Zucker in Kirsch. Hat nicht mehr aufgehört zu schnurren, oder was? Hey, ja, so vor ins Bett gehen. Ohne Scheiße. Kanach hat das geheißen. Ante. Ja. Dann hast du den Würfelzucker in den Kirsch und dann hast du den gegessen. Also auch als Kind? Oh ja. Wirklich? Großmütter? Ja, kenne ich nicht. Sag, bei mir schläft er immer. Ja, immer. Ich meine, es ist ein bisschen lang und am nächsten Tag ist es ein bisschen komisch. Nein, also, aber... das und ein bisschen Elton John. Dann habe ich gepennt durch. So geil. Was shit, ja. Aber wirklich, Mann. Bratwurst-Toast. Und sie hat noch so ein, in der alten, also in der älteren Wohnung, hat sie dann auch, sie hat, glaube ich, gar keinen Esstisch. Das war so eine kleine Wohnung in Wetzikon. Und nachher hat sie, glaube ich, gar keinen Esstisch in der Stube. Also, auf jeden Fall habe ich dann noch so die Erinnerung und dann ist man noch in so einem total abgewetzten Ohrensessel. Ja. Yeah. So, mit so diesen Ohren da. Und dann ist man so reingehauen. Ja. Yeah. Natürlich, als Kind umso mehr. Sowieso. Dann sitzt es so rein und dann ist es wahrscheinlich so seit 40, 50 Jahren oder so, hat es den irgendwie gegeben. Und dann gehst du so hinten rein. Hat der Muster gehabt, das schöne Braun, was es nicht mehr gibt? Grün. Oh, geil. So, glaub, so grün, wie sagt man dem? Wie so Kord. Also, weißt du, mit den. Manchester. Mit den Rillen. Ja. Yeah. Mit diesen aufgerippelten. Geil. Sieht man. Schön. Mhm. Und ich. Jetzt kommen auch so geile Sachen sind. Und in der Küche hat sie so einen Zwerg gehabt. Und das war der Herr von Zwenskendorf. Und der hat ihr mich zugeschaut, wie sie Bratwurst-Toast gemacht hat. Perfekt. Geil. Perfekt. Ich glaube, wir verlieren Dirty Food, oder? Ja. Oder hast du noch... Hey, es ist einfach geil. Nur schnell, denn von dem haben wir das letzte Mal auch gehabt. Ich habe letzte Woche an dich gedacht. Klar, ich wusste, dass wir den Pod werden machen. Aber ich bin in Amsterdam gesehen. Oh, und haben meiner Freundin müssen zeigen, dass es da Febo gibt, wo einfach die Kroketten schon im. Das ist so geil. Hinter dem Fensterli sind. Das ist so geil. Das ist so geil. Dort einfach Prostitution hinter den Fenster, Kroketten und sonst irgendwelche Würstchen hinter den Fenster. Es ist wie so. Alles hinter dem Fenster. Es ist einfach irgendwie alles hinter einem Fensterli und dann kannst du irgendwie. Du musst zahlen, dann kannst du es haben. Musst du zahlen, oder? Ja. Und ich meine, auch die Leute, die in Holland wohnen, sie ja auch so, oder? Ich meine, es ist ja mega häufig auch die Wohnungen im Erdgeschoss mit diesen grossen Fenstern. Und es ist einfach offen. Und es ist einfach offen, es hat keinen Vorhang. Du kannst einfach hineinschauen. Ja. Und man sollte es nicht machen, aber alle machen es. Ja, was willst du jetzt nicht machen? Du kannst nicht einfach vorbeilaufen, immer so an diesen Häusern vorbeilaufen. Ja. Ja, einfach so ein bisschen hinter den Fenstern. Febo, der leckerste. Der leckerste? Ja. Es ist... Ich bin jetzt aber leider schon... mehr als ein Jahr nicht mehr in Holland gewesen, glaube ich. Ja, ich bin jetzt mehr als 4 Jahre nicht. Ich vermisse es schon. Ja. Weil die sind ja schon auch wirklich... Eben, man hat es ja beim letzten Jahr gesagt, sie sind schon on point auch mit so... trashigem Food und so Convenience-Stuff und... wenn du so in den Laden reinläufst und du läufst einfach an so eine Wand an mit so vorverpackt, vorgeschnittenem Stuff irgendwie. Ja. Ja. Es war geil gewesen. Aber ich habe einmal Fondue mit Pommes frites in Holland gegessen. Das war auch geil gewesen. Oh. Weißt du, was ich diesen Sommer nur ein Drittel, aber meine Freundin und ich sind kurz Nachtessen und es war ein Restaurant gesehen, wo wenn du draußen gesessen bist, was du hast können an dem Tag, schön warm, hast können Fondue haben. Und auch für eine Person. Und ich so, living the dream. Nein, schon. Anständige 200 Gramm Portion. Aber sonst ist ja oft Fondue ab zwei Personen. Und ich so, kann man das Fondue auch allein haben? Ja. Und ich so,
voll geil. Ich hätte gerne Fondue. Und meine Freundin hat einen Wiener Schnitzel genommen. Ja. Und es ist wirklich so groß wie Wien. Also ja. Fucking huge. Ja. Und dann hat sie so, eben so vielleicht das letzte Drittel, hat sie nicht mögen. Und dann habe ich das fucking Schnitzel ins Fondue. Ja. Und es ist etwas vom Geilsten, was ich jemals gegessen habe. Ja. War jetzt aufwendig daheim, aber hey, why not? Mach das mal. Weil es ist eigentlich eine Art Corn d'Oble. Aber mit Fondue-Käse und voll. Und Corn d'Oble ja eigentlich auch hure trashig ist eigentlich. Corn d'Oble ist auch. Das klingt alle immer so, weißt du, das ist gut und blöd. Das ist Kalbfleisch, weißt du, kostet 60 Stutz. Dabei ist es einfach pure trashig. Eben geil. Oh. Ja, jetzt kommen wir mal zum zweiten Feelgood. Oh, ich habe mir einfach nichts überlegt, natürlich. Es ist hure, aber ich hatte schon gesagt, dass das ein Konzept ist, gell? Ich glaube es nicht, doch. Aber es ist ja egal. Doch. Weil ich hatte gesagt, das ist das Konzept, dann können wir über Trashfood reden. Und du, ja, voll geil. Ja gut, aber das war vor 100 Jahren oder so. Nein, sonst ist es natürlich, hey, gute Musik. Ja. Ist natürlich schon, vor allem, wenn man sich den Space schafft, was ja gar nicht so einfach ist, irgendwie, hey, zum einfach irgendwie eintauchen, so, finde ich, ist schon, also weißt du, sagt das jetzt irgendwie Live-Musik hören oder aber auch irgendwie halt Musik hören sonst, an Konserven, ist schon huere etwas Geiles. Voll. Vor allem, weil es dich irgendwie einfach auf hure viel verschiedene Ebenen irgendwie kann abholen. So. Ja. Yeah. Weißt du, so irgendwie intellektuell, aber auch einfach irgendwie gefühlsmäßig oder auch einfach, dass dich einfach rausnimmt aus dem, was um dich herum passiert. Sagen wir jetzt so, hockst du mit Kopfhörer irgendwie im Bus oder im Tram. Und das ist schon, habe ich gerade das letzte wieder gedacht, und auch als ich jetzt da angefahren bin und habe Musik hören im Auto, es ist schon einfach verdammt geil. Es ist so, was hat mal jemand gesagt, flüssige Emotion. Ja. Es ist nicht greifbar, aber es ist wirklich genau das, es kann Emotionen verstärken, es kann Emotionen verändern, es kann Emotionen zurückholen. Erinnerungen, ich glaube, Duft und Musik, es gibt nichts Krasses, wo Erinnerungen hervorruft, als Musik und eben Duft. Ja, voll. Voll. Und das Geile ist, seit ich Kind habe, merke ich auch, dass das Huren, es ist mega universell. Mhm. Weil sie haben ja noch nichts, kleine Kinder, haben ja noch nichts gelernt, im Sinn von, ja, okay, das ist jetzt Musik da, bewegt man sich jetzt dazu. Yeah. Und zwar so. Yeah. Und man macht das, weil man das so macht. Sondern man macht es einfach, weil es passiert. Einfach. Und es ist hure schön und geil zu sehen, dass das so ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir Erwachsenen haben das auch ein bisschen verlernt. Dass wir uns wie nicht mehr so auf das einlösen. Oder wie so die Rahmenbedingungen ja nicht schaffen, dass einem das wieder berühren kann. Weil ich glaube, es ist völlig universell und wieso die Molekülstruktur oder was weiß ich, von unserem Körper ist das angelegt, dass wir das geil finden. Und ich kann gar nicht so viel sagen, wie jetzt zum Beispiel über das salzige Salmini-Stängeli. Weil das ist ja so, Trashfood ist sehr konkret. Ja, ja. Und Musik ist einfach so geile Musik. Und was das auslöst und warum das einen hohen Feelgood-Moment macht, meistens, ist es so ein bisschen metaphysisch. Du weißt ja gar nicht so genau, warum. Ja. Yeah. Und vor allem, du kannst es ja auch nicht an Inhaltsstoff
festmachen, um die Parallele nochmal zu schlagen. Absolut. Ich meine, einfach, wir wissen einfach, Fett und Salz ist einfach geil. Mhm. Und Fett und Zucker ist auch einfach hure geil. Darum triggert uns das so hart. Aber ein Stück Musik, das kann alles drin haben und es kann dich hure abholen. Voll. Und darum ist das hure. Aber das habe ich auch wieder gemerkt, dass man eben sich auch wie du sagst, der Raum, wo das möglich ist, dass man sich da in irgendeiner Art und Weise schafft. Und das habe ich so ein bisschen verloren gehabt für eine gewisse Zeit. Und dann ist es immer so gesehen, ja, einfach im Auto, irgendwie, wenn ich zu einem Gig fahre, höre ich Musik und Aber dann ist sie eben mehr so begleitend gesehen. Und dann habe ich irgendwann ein Video gesehen. Fuck, natürlich weiß ich jetzt nicht mehr, wie er heisst. Er ist, glaube ich, ein alter Punker und er ist, glaube ich, wirklich nicht ganz Bache. Er hat so weisse Haare, macht jetzt so Spoken-Word-Zeugs, wo irgendwie so 3 Stunden geht. Und das sollte ich, wüsste ich vielleicht, wow, aber ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen genauer beschreiben. Und irgendwie habe ich ein Interview gesehen von dem und der lost pro Woche, weiß nicht wie viele Stunden Musik und auch unterteilt es ganz klar. Er sagt eben passiv und aktiv. Und wenn er aktiv ist, dann ist er wirklich einfach mit dem Kopf her und macht nichts anderes und ist einfach stundenlang. So, und dann lost er ein Ding nach dem anderen und dann entscheidet er eben, was werde ich weiter hören, was nicht mehr. Aber er ist einfach so deep in Musik einfach konsumieren, oder? Mhm. Und natürlich ist mit all den Streamern und was weiß ich, eben, es hat ja einfach ein bisschen Radio ersetzt, verleitet mega gut, um einfach, ja, komm, ich lasse einfach mal laufen, bla bla. Und dann habe ich wieder gemerkt, wie ich viel mehr wieder eben mit Platten daheim, wo ich bewusst auflege, zum Glück habe ich von euch auch ein paar, mega geil, die Aufleg. Mhm. Und dann finde ich, okay, jetzt los ich von A bis Z, los ich einfach, was auf dem Album mhm. ist. Oder? Und mit dem Raum, wo ich eben so wie geschaffen habe, dass das eine anständige Boxen ist mhm. und dass es eine bewusste Entscheidung ist, ich los jetzt das, merke ich, wie ich dann auch irgendwie auf einmal tanze, wie ein Vollidiot daheim, weil ich so finde, wow, das hittet mich jetzt. Mhm. Oder? Und dann bin ich auf der Leih. Mhm. Und bin oft so, yeah. Dass dann immer wie so das Kind wieder zurückkommt, wo du einfach so findest, völlig egal, sieht mir jetzt auch niemand, es ist jetzt einfach wirklich für mich und mhm. I enjoy the shit out of it. So. Mhm. Und das muss man sich aber auch aktiv zurückholen, oder? Ja, vor allem, weil ja all die, also mindestens so Spotify als Marktführer, ja, hure krass, auch wieder irgendwie so visuelle Geschichten pusht. Mega. Und das leicht einfach ab. Und das ist eigentlich, das ist mega schade. Die wollen ja, glaube ich, einfach YouTube 2 oder TikTok 2 oder was weiß ja, ich. Ja. Werden die, ja. Ich spare mir jetzt die Kraftausdrücke da. es geht auf jeden Fall nicht um Musik. Und ja, das ist mega wack. Und yeah. Man muss sich ein bisschen schützen vor dem. Irgendwie. Weil sonst, eben genau, ist es nur Content für irgendwelche visuelle Reize, wo einfach wieder da oben einfach Synapsen-Tango auslösen. Ja, logisch. Ich meine, das sehe ich schon nur so bei den Kindern in meinem Umfeld, wenn es irgendwie darum geht, Musik zu hören, dann ist es nicht, ich höre jetzt das Lied, sondern es ist, man schaut das Handy ja, an mit Spotify und es bewegt sich die ganze Zeit etwas und 10 Sekunden, bumm, weiter, okay, hier schnell vorspulen, bumm, also weißt du, es ist ja... Es ist wie Gamen. Es ist ein bisschen wie Gamen, es ist ein bisschen wie irgendwie Reels schauen, aber du weißt schon, was kommt, mhm. so irgend so, es ist so ein Zwischending, ja. Mhm. Und was ich wirklich, wirklich crazy finde, ist, wenn du, eben zum Beispiel für mich jetzt, wenn ich im Auto bin, dann kann ich mich zum Teil ja nicht ganz so auf die Musik einlassen, wie wenn ich daheim bin. Ich habe Kopfhörer gekauft, wo das fucking 3D-Audio mhm. haben, bla. Findest du das geil? Hey, bei manchen Sachen nicht so. Aber was ich entdeckt habe, ich habe Jazz schon immer geliebt.
Und Jazz ist für mich schon immer etwas gewesen, da kannst du nicht wirklich noch etwas anderes machen. Mhm. Dort musst du wirklich einfach sagen, okay, da sind wir jetzt, da. Und dann habe ich ihr neues, ist mein vorletztes Jahr rausgekommen, so Jazz-Album mit dem 3D-Audio gelost. Und es ist insane. Aber richtig insane. Also das ist wirklich, eben, das ist dann ein immersives Erlebnis, wo einfach du hörst jedes, und es geht nicht darum, das eine ist rechts hinten, aber du hörst jedes einzelne Instrument so klar und hast wirklich das Gefühl, du hockst dort drin. Mm. Was richtig krass ist. Ja, das ist eben, also ich finde eben, manchmal ist es geil und manchmal finde ich es auch nicht so geil, aber es ist schon noch lustig. Ich muss nicht, Led Zeppelin muss ich nicht in 3D-Audio hören, wo sie irgendwie nochmal probiert haben, Spuren zu setzieren und die irgendjemand anders an. Fuck that. Mm. Das muss halt einfach klar tönen, so gut wie es kann. Mm. Für die Zeit. That's it. Ja, ja. Und so Remaster-Zeugs bin ich oft Fan davon. Mhm. Bei gewissen Sachen denkst du dann so, nein, okay, fuck that. Mhm. Und 3D, denke ich eben, wenn es schon in dem aufgenommen wird, sind wir schon an einem anderen Punkt, wenn man es natürlich probiert. Noch ein paar Gimmicks rein, nicht zu pflümeln, oder? Genau. Darum, es kommt wirklich sehr darauf an. Aber bei dem einen Album, glauben wir es, ist insane. Ist richtig, richtig geil. Voll abtauchen. Aber richtig. Ja. Aber das Geile ist, wir haben ja bei uns, wenn wir live spielen, hören wir uns ja auch. Wir haben ja auch Kopfhörer, dass wir Band hören, also wir uns selber und Band hören. So In-Ear-Monitoring. Und wir haben auch so ein System. So ein 3D- Ah, wirklich? System. Und seit wir das haben, also unser Techniker hat das mal angeschafft und braucht das jetzt, wenn wir spielen. Und es ist wirklich, der kann auch dann jede Quelle kann er 360 Grad um unseren Kopf herum kann er die platzieren. Und dort sie dann so platzieren, wo die Leute sind. Genau. Und dann hast du natürlich jetzt viel mehr das Gefühl. Das ist so ein krasser Unterschied. Ja. Yeah. Das ist nochmal ein Step für uns. Das ist halt wirklich, oder? Ich bin hier in der Mitte, links von mir ist der Schlagzeuger, links vorne ist der Bassist. Ja. Yeah. Und ich höre ihn auch von dort. Und den Schlagzeuger höre ich vor allem von da hinten. Und der Gitarrist ist dort hinten. Und der Schlagzeuger hörst viel zu laut? Nein, das haben wir mittlerweile im Griff. Und das ist so geil. Yeah. So geil. Und es gibt sogar offenbar ein System, aber das haben wir nicht, dass wenn du dich dann noch die Ortung machst, auf der, wo wenn du bist. Wenn du dich drehst, dass du dich so drehst, dann Crazy shit. Aber das glaube ich, dass das nochmal... Hey, das ist ein riesen Game Changer gewesen. Yeah. Nochmal. Yeah. Also das ist wirklich... Ja, das ist mega geil, zum so spielen. Ja. Yeah. Und du hörst wieder Sachen. Manchmal auch merkst dann, oh shit. Das ist ja gar nicht so geil. Was natürlich am Schluss auch geil ist. Weil dann macht es wieder besser. Ja. Yeah. Schau, jetzt muss ich den Zwischenstretch machen. Mach den, ja. Also. Einfach kannst du ein bisschen erzählen. das ist geil. Das ist geil. Also gute Musik hören mit guten... Kopfhörerboxen, whatever. Wie hörst du Musik, wenn du sagst, jetzt will ich eben bewusst hören? Ja, eigentlich fast immer mit Kopfhörer. Ja. Weil, wenn ich daheim bin, mache ich irgendwo Kinder an Dau und nachher kann ich wie auch nicht. Also dann brauche ich es dort. Und dann sagst du, ich bin jetzt eine halbe Stunde weg. Nein, es ist ja meistens dann irgendwie am Abend oder so und es ist einfach, die sind noch irgendwo. Und sonst halt unterwegs, viel auch. Ja. Yeah. Und dann Kopfhörer, Noise Cancelling rein und dann... Das ist zum Beispiel auch etwas. Findest du Noise Cancelling geil? Ja, sehr. Ja? Ja. Weil es einfach eine klare... Also es ist dann einfach klar. Ja. Yeah. Halt, das lenkt dich weniger ab. Ich finde, voll Noise Cancelling schaffe ich nicht. Wieso? Gut, beim Autofahren ist vielleicht... Nein, das ist klar. Nein, aber auch einfach, ich vertraue mir nicht genug als Fußgänger. Und...
Oh, das mache ich manchmal schon. Also wenn ich dann irgendwie muss da über eine crazy Kreuzung drüber, dann muss ich dann amigs schnell rausdrücken. Weil ich sehe mich dann immer wie von außen in so einem Film, wo einfach so, weißt du, wie der Anfang von einem Film, wo einfach so einer läuft und es läuft irgendwie mega tolle Musik. Explosionen und ja. Und so. Ja, ja, das ist natürlich schon eine Gefahr. Also was ich zum Beispiel hure crazy finde, sind die, die Kopfhörer anhaben und vom Velo. Und mit dem Velo einfach wie die behämmerten Psychos einfach durch die Stadt fetzen. Finde ich auch. Also absolut insane. Völlig gegangen. Das würde ich nie. Das würde ich jetzt nicht machen. Ja. Ja. Oh. Oh, aber unterwegs merke ich, dass ich halt gleich auch nicht alles so kann hören kann, wenn ich gern würde. Ja, logisch. Du bist natürlich abgelenkt. Ja. Also ich meine, das ist eh so. Aber, und darum sind es immer so ein bisschen die seichteren Sachen unterwegs. Und ich habe irgendwie von Tool einen Song entdeckt, der 12 Minuten geht. Was für ein Hurrasch. Findest du geil, Tool? Eigentlich nicht, aber das Lied ist, das findest du geil. Ist insane. Weißt du welches? Nein. Okay, aber es geht irgendwie 12 Minuten. Es, hat irgendwie es geht doch jedes Lied von Tool. Ja, okay. Es hat irgendwie, und ich weiß nicht, warum ich das jetzt als Beispiel nenne. Aber das ist, habe ich so wie gemerkt, okay, das höre ich vielleicht einmal in einem Vierteljahr. Und dann höre ich es aber wirklich. Also es ist ein halber Trip. Ja, ich bin auf fucking 37 Tempowechsel. So, weil ich auf YouTube, dort ist mein Algorithmus irgendwie, ich habe nichts mit Schlagzeug zu tun, gell? Aber ich finde irgendwie Schlagzeugvideos noch geil. Yeah. Und es gibt irgendwie Drumeo, was eben so eine mega, ich glaube, eigentlich ist es eine App, und wo dir hilft, dass du besser Schlagzeug spielst und bla. Mhm. Keine Ahnung. Und sie haben so eine Serie, wo sie irgendeine Schlagzeuger in Namen von irgendeiner Band, keine Ahnung was, und spielen denen so lange Songs vor, bis sie etwas nicht kennen. Mhm. Und dann spielen sie den Song, also alle Songs sind ohne Schlagzeug-Track. Mhm. Und dann müssen sie on the spot, sie können ein paar Mal hören, und dann müssen sie halt selber irgendeine... Ah, das ist noch geil. Müssen sie dazu spielen, so, oder? Und was wirklich noch lustig ist, weil halt alle so ein bisschen in ihren Bubbles sind, hast du dann halt irgendwie, weißt du auch nicht, einmal ist es... der Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers. Und ich weiß nicht, was er spielt. 30 Seconds to Mars. Ich empfehle jetzt, weißt du, aber er kennt es nicht, oder? Und dann muss er halt irgendwie dazu spielen, was er dazu muss spielen. Doch, tatsächlich, 30 Seconds to Mars. Also wir müssen jetzt nicht schauen, sonst werden wir sicher pult, weil, was hat das, 17 Millionen Aufrufe? Aber dann habe ich natürlich, dort haben sie irgendeinen reingesetzt und dann musste das Tool-Lied lehren. Also muss ich natürlich fucking für 20 Minuten, wo ich das Video schaue, höre ich das Tool-Lied und sehe, was für ein fucking unglaublicher Hirnfick das für den Typ ist, das irgendwie zu checken. Dort hat er es mit dem Track, mit dem Schlagzeug, kannst trotzdem nicht. Das ist einer der besten Schlagzeuger. Ja, aber das ist also, aber durch das habe ich dann natürlich als absolute keine Ahnung Typ, habe ich wie nochmal einen anderen Bezug und denke so, okay, ich check nicht wirklich mehr, was in dem Lied abgeht, aber ich kann einfach wie schätzen, dass das ist anscheinend recht hohe Kunst, dass es das Lied gibt. Ja. Also weißt du so. Ja, ja. Und das macht dann natürlich auch nochmal etwas, oder? Und eben das Gleiche bei Jazz. Ich check Jazz null. Ich check einfach, dass es ab und zu etwas mit mir macht. Und wenn es viel ist ja das Wichtigste. Also ich glaube eben, wenn du anfängst, also das kann man alles machen. Da gibt es, kannst du auch irgendwelche Hochschulen das studieren und so. Aber ich finde, Musik ist in den meisten Fällen einfach spüren. Ja. Yeah. Und darum catchen mich eben auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel Tool oder sonst auch einfach so anstrengend, zwar irgendwie handwerklich und intellektuell brillant, aber irgendwie anstrengend. Solche Musik catcht mich einfach nicht so. Ja. Yeah. Und ja, ich finde es dann amigs noch lustig, wie dann alle einfach immer sagen, ja, das ist huere geil und so, ey, das ist crazy. Und ich weiß genau, man, das checkt ja auch niemand und das findet es auch alle anstrengend. Los, weißt du, es ist wie so. Aber alle sind so, geil. Ich habe mein Handy nicht da. Ich sage dir nachher, wie es heisst. Ja. Es bringt nichts, dass ich es dir so vorspiele.
Nein, es nimmt mich Wunder. Und natürlich, ich meine, in anderen Sachen, ja, was fühle ich sofort, ist so irgendein funky Riff oder so. Ja. Ja, sofort hin. Es läuft gerade so, oder? Ja, das ist bei mir genau gleich. Also, ja. Voll. Ja, das ist geil. Musik ist geil. Darum mache ich auch Musik. Das ist so. Ich ab und zu. Verstandssentiment. Ich finde Comedy auch geil. Und mach's drum. Ja. Ja. Yep. Mm. Da ist sie wieder mal, die überraschende Unterbrechung zumindest in der Folge. Ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht haben wollen hören. Mein aktuelles Programm Zero hat nochmal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf. Jetzt auf www.joelvonmutzenbecher.ch. Ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Josa Brizza und Teddy Hall. Also könnt schnell jetzt Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann! Kommen wir mal zu dem dritte viel gut. Jetzt haben wir hure lang können etwas überlegen. Du hast gar nicht wirklich geschwätzt, du bist im Hintergrund. Ich kann einfach so im Hintergrund sagen, ja, Musik ist einfach geil. Ist einfach geil, das Feeling. So. Nein, ich habe etwas Neues entdeckt. Ich bin Tamilisch Berlifangis. Neben Tamilischem Berlifangis und Bratwursttoast, den ich jetzt dringend mal muss irgendwie wieder machen. Ich bin zweimal jetzt, aber das ist überhaupt nicht viel, bin ich wake surfen. So, man surft so hinter dem Boot her, auf der Welle, wo das Boot macht. Und ich habe schon lange nichts mehr einfach so Neues gemacht. Ist mir dann aufgefallen. Und das war hure geil gewesen. Also das war sehr geil, um das zu machen, die Tätigkeit an sich, aber auch, einfach wieder mal etwas Neues machen. Ja. Ich glaube, das ist bei so Leuten wie mir, so jetzt in der Mitte von ihrem Leben angekommen sind, so plus minus wahrscheinlich die meisten, ist mir recht häufig, glaube ich, haben wir jetzt in 10 Jahren das Gleiche gemacht. Ja. Weißt du, so irgendwie, ja, so in 10 Jahren die gleichen Jobs, 10 Jahre die gleichen Hobbys. So ein bisschen, einfach so, oder? So die wilde Phase ist vorbei, die Findungsphase ist irgendwie vorbei, man hat seine Ausbildung oder was weiß ich, seine Jobs, haben wir. Und dann macht man das einfach. Und das war mega geil gewesen, wieder mal einfach etwas Neues machen. Und dann auch so total andere Leute irgendwie auch kennenlernen und so. Und das war richtig geil gewesen. Ja. Yeah. Und es ist jetzt recht beschissen, da habe ich so spät das Witz entdeckt, weil jetzt schifft es einfach und jetzt ist es kalt und jetzt kackt es mich an. Jetzt könnte es mich nicht machen. Ja, mit dem Neopren. Ja, genau, natürlich. Ja, nein, aber das ist dann gleich, dann hockst du nachher auf dem Boot und frühst einen ab und so. Genau, es geht mehr ums Drumherum, oder? Aber, hey, das war mega geil gewesen. Ja. Yeah. Und ich habe einmal mehr gemerkt, dass so alle so Sportarten mit Brett sind einfach irgendwie geil. Hast du dann mal losgelassen? Ja. Und hast du es geschafft? Bist auf wirklich? Bist du ein Naturtalent? Oder hast du das noch vor... Hey, also ich habe es einmal gemacht vor 8 Jahren oder so, dann 8 Jahre nicht mehr und jetzt zweimal innerhalb von 4 Wochen oder so. Ja. Und ich bin, glaube ich, nicht ganz untalentiert offenbar. Und eben, es ist halt noch viel, weißt du, so, wenn es irgendwie Snowboard ist und Skifahrst und ich bin auch schon Wakeboard gefahren und wie heißt das? Wasserski. Ja. Und so. Dann, und ich bin auch schon surfen. Ja. Ja, dann ist es wie so, dann checkst du es dann schon relativ. Eine Kombination schnell von all den Sachen. Dann. Ja. Aber ja, hast du auch schon mal gemacht. Es ist einfach, also ich hatte dann auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt. Dann nachher bist du irgendwie auf dem See und verfahrst irgendwie 300 Liter Benzin irgendwie. Das ist eben ein bisschen das Absurde, gell? Und irgendwie, ja, es ist auch ein bisschen, ja, das ist dann so ein bisschen...
Was ich in San Diego gemacht habe, das was abartig geil war, auf dem, in San Diego gibt es so eine Art wie grossen Teich. Es ist kein Lake, weißt du, für das reicht es nicht. Pazifik. Meinst du nicht das? Nein, ist der Pazifik. Ja, Westküste. Ja. Nein. Ja, ist sicher. Ja. Ja. Nein, es ist wirklich auf der großen Teich. Ein See. Mhm. Aber nicht einmal ein See. Was ich dort gemacht habe, ist auf einem, so einer Art Wasser-Hoverboard. Es hat wirklich einfach wieder so ein Ding drunter gehabt. Mhm. Und du hast in der Hand hast so eine Stop and Go. Mhm. Du hast auf den einen Knopf und da geht auf Gas. Mhm. Das ist abartig. Also dann bist du auf einem Surfbrett, ja. Mit Antrieb. Aber, genau. Und der Antrieb ist im Wasser und das Surfbrett ist so ein bisschen so wie über dem Wasser. Aha, das ist so Dings, oder? Foil, oder wie das heißt? Ich habe keine Ahnung. Foil, Elektrofoil oder Hobbyfoil. Ja, super geil. Das glaube ich. Ja, dann habe ich wieder mal gemerkt, so, ich bin schon froh, wohne ich in der Nähe vom Wasser. Mhm. Und nicht irgendwie in der Mitte von Deutschland. Gut, ja, auch Wasser. Vielleicht so ein Baggersee hast du noch irgendwo. Oder irgendwie. Einfach so. Ja, das ist hure und das ist auch so ein geiler Moment, irgendwie so auf dem Wasser irgendwie See fahren. Das ist schon noch geil. Und vor allem, was du gesagt hast, mit noch Neues machen, weil man verleitet ja sehr gern. Hast du jetzt gerade gefunden? Sollte. Ja, Moment. Das ist doch so. Surfbrett mit Antrieb, Flightboard. Moment. Ist das gesehen? Ah, so wie draußen bin ich aber, glaube ich, auch nicht gesehen aus dem Wasser. Aber ja, so etwas in dem Stil. Das ist recht lustig gesehen. Nein, aber das, geil. Dass man irgendwann, merke ich ja bei mir, man hat ja dann auf einmal wieder so seine Komfortzone und ist sehr gerne in denen und man sagt, ja, große Entdeckung, man kann ab und zu Nein sagen, oder? Das ist ja dann irgendwann so das große Thema, man muss nicht mehr alles machen. Und irgendwann merkst du, jetzt habe ich aber glaub, fast zu viel Nein gesagt. Also, weißt, ich mache eigentlich gar nichts. Nein, gar nichts, ja. Aber irgendwie, es fühlt sich auch alles nochmal ein bisschen anstrengender an und solche Sachen. Und dann halt einfach eben mal etwas Neues machen. Mhm. Oder etwas machen, was man schon lange nicht mehr gemacht hat. Wo man einfach so findet, ey, wieso nicht? Mhm. Gibt einem mega viel. Uhren. Ja. Und ich habe das auch jetzt eben schon mega lang nichts mehr Neues, also sportmäßig oder so, irgendwie gemacht. Ich spare mir das eben oft mit Paddel. Padel. Padel, ich habe natürlich, also ich habe auch noch nie, aber ich habe reserviert. Mit meinem Bruder und meinem Kollegen und meinem Vater gehen wir Padel spielen. Also und jetzt denn? Ja, der nächste Termin, den es irgendwie gehabt hat, war irgendwie Mitte Oktober. Okay. Der nächste Freiplatz. Okay. Jetzt sind ja alle. Das ist aber lustig, bei mir im Umfeld sind alle, aber sie haben halt immer schon ihre Teams, weißt du? Und dann sagst du, ja, also geil, wenn du mal jemanden brauchst, und sie wollen natürlich. Hast du schon mal gespielt? Ja, nein, eigentlich. Eben. Und dann wollen sie ja nicht, weil sie finden so, ich will sicher nicht den Vollidioten haben. Ja. Und ich glaube, ganz am Anfang bin ich zwei, dreimal gefragt worden und dort habe ich eben immer Nein gesagt oder nicht können. Und dann bist du halt wie so, du bist schon mal aus dem Dusse. Und ein Kollege von mir hat sogar eine fucking Halle, weißt du? Also wie? Für sich allein? Also ist es Business? Ja. Aha. Ein Side-Business. Yeah. Er und der Bar haben eine Halle aufgemacht, eine Padel-Halle. Das heisst, also weißt du, er hat noch einen eher einfachen Zugang. Ja, ja, durchaus. So, und bin auch noch nie gesehen. Ja, geil. Also ich gehe jetzt spielen im Oktober irgendwann. Ja. Und nachher fordere die raus. Aber das ist dann auch so etwas, wo ich genau weiss. Ich meine, ich habe mal also nicht wirklich Squash gespielt, aber ich bin ein paar Mal gegangen und das voll geil gefunden. Dann denkst du, ja, logisch, oder? Und Tennis kann ich nicht, bin ich zu schlecht. Aber halt
Ja, selbst dazwischen. Tennis ist auch ein Scheiß. Das ist doch einfach ein Scheißsport. Jetzt muss ich mal ein bisschen haten gegen Tennis. Ja. Ich finde, es ist mega geil zum Zuschauen. Ja. Und krass, was die alle können und so. Aber ich finde, Tennis ist so ein Sport, wo ich nicht kann verstehen, dass so viele Leute das machen, weil mega lang einfach das Niveau untergründig ist. Ja. Und ja, mega häufig, wenn du zuschaust, Leute, die Tennis spielen, ja, wo das ja irgendwie gerne machen und eben alles gut und so. Aber es ist einfach mega häufig. Weißt du, da kannst du nicht mal einen richtigen Anschlag und hure häufig macht der Ball einfach so blum, und du denkst immer so, irgendwie. Und darum habe ich das nie geil gefunden. Eben so Squash und Badminton und Tischtennis und all das Zeug, das ist irgendwie alles geil. Und du kommst viel schneller, so ein bisschen pseudomässig irgendwie. Ja. Ist es irgendwie geiler. Ja, und vor allem, du kannst mit Leuten spielen, auch in unterschiedlichen Niveaus. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, bei Tennis musst du ja wirklich einfach entweder in deinem Club Leute, die plus minus gleich gut. Also weißt du, es ist so, die Stufe, von, dass es in irgendeiner Art und Weise funktioniert, ist mega schwierig. Mit mehreren Leuten zu erreichen. So voll. Und alle die anderen Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, natürlich ist einer im Tischtennis viel besser als ich. Und trotzdem habe ich Spass. Kannst du mal spielen? Ja. Ja, und es gibt ein bisschen Ballwechsel und so. Genau. Und ich glaube, darum finde ich auch Golf so abartig geil. Aber ist Golf nicht auch verdammt schwierig? Ich habe noch nie gegolft. Nur Minigolf. Es ist nicht einfach. Definitiv nicht. Aber du hast natürlich super tolle Scoring-System, das halt einfach einer, oder eine, wo ein Handicap 100 Mal besser hat als ich, trotzdem gern mit mir gut spielen und umgekehrt. Weil halt einfach wegen dem dummen Handicap ist einfach die Level klar gesetzt. Und das hilft, dass dann, wir spielen eh nicht kompetitiv wirklich, weißt du? Aber das hilft, dass du dann halt einmal, wenn ich jetzt mit einem Kollegen gehe, der irgendwie 40 weniger hat als ich im Handicap, dass wir trotzdem am Schluss können beide sagen, das ist eine gute Runde gesehen. Also weißt du, einfach in unserem Bereich. Aber wir haben einen klaren Maßstab, wo man es an dem kann messen. Und was dann natürlich auch noch dazu kommt, ist, es gibt zum Beispiel eine Spielversion, die ich liebe. Wenn wir jetzt zu viert würden gehen, könnte man Scramble spielen. Dann sind du und ich in einem Team, wir schlönen beide ab und dann entscheiden wir, welcher von unseren beiden Ball ist der besser, welchen wollen wir als nächstes spielen. Und dann spielen wir beide von dort den nächsten Ball. Ah! So ist dann zum Beispiel, wo ich wirklich ganz frisch angefangen habe, bin ich mit einem gegangen, der absoluter Crack ist mittlerweile und dort schon sehr gut. Und ich habe trotzdem etwas zum Spiel können beitragen. Weil er hat zwar natürlich 100 Mal besser abgeschlagen, der Ball liegt irgendwie schon 200 irgendetwas Meter. Dann aber ist zum Beispiel die Annäherung bei mir irgendein Lucky Shot, wo man dann sagt, ja, aber der liegt besser, kommen wir mit rein. Oder ich habe irgendwie am einen Tag habe ich mega gut puttet. Dann ist es so gesehen, wow, er hat zwar bis dort vorher gebracht, aber anscheinend bin ich der, der jetzt immer, nicht immer, aber oft rein puttet. Habe ich auch etwas dazu beitragen. Und mit dem hast du natürlich ein völlig anderes Messen von Erfolgserlebnis für dich selber, weil schlussendlich sollte ja alles Spass machen. Ja, logisch. Oder? Voll. Bist viel mehr dabei. Aber ist es nicht hure? Nachher musst du da irgendwie. Also, dann gehst du 18 Loch da, 7 Stunden lang da. Gut, 7 geht es nicht. Wenn es lang geht, 18 Loch, geht es 5. Aber kannst du natürlich auch 9 Loch spielen. Das ist eine beliebte Führobenlänge. Ja. Ist 9 Loch sehr geil. Du kannst ja auch ein bisschen Ball schlagen. Auch geil. Ja, das stimmt. Das sind Kollegen und ich kürzlich. Und nachher hast du immer so einen Chapper da, wo so oben die Haare rauskommen. Nein, noch nicht. Aber glaub, und so braune Hösli. Ich bin kurz davor. Und da hast du auch so Händchen? Ja, Händchen brauchst du. Brauchst du? Ja. Wieso? Brauchst du schon. Einfach wegen. Nein, einfach weil sonst irgendwann
Ich habe eine Zeit lang habe ich schon so die ganze Blutere gehabt. Wirklich? Wenn ich keine Handschuhe gehabt hatte, war richtig übel gesehen. Von so ein bisschen da? Ja. So? Ja. Die Profis tun beim Patten tun sie abziehen, weil dann hast du mehr Gefühl. Ah, ja. Ja, nein, Golf im Fall, das habe ich wie noch nicht geschafft. Ja, das wäre auch wieder etwas, was du kannst sagen. Voll gerne jemandem auf Neues. Instagram Golf etwas. Folge mir Bryson DeChambeau. Der macht einfach Golf. Der ist gut. Das ist ein Profi. Das ist ein fucking Golf-Profi, hat jetzt gerade den Master gewonnen. Und er ist einer, der auf YouTube und Social Media richtig Gas gibt. Ja. Und dann macht er zum Beispiel so: Mal schauen, wie gut ich kann schlagen mit einem Gartenset. Und dann nimmt er fucking Schaufel und dann hat er irgendeinen Hammer. Okay. Weißt du so? Ja, ja, er macht halt sich so eigene Challenges. Ja. Oder was hast du gesehen? Mit einem $100 Walmart-Set. Also ja. So mit dem Starter-Set. Oder einfach ja. Muss er mit Kindern. Einmal muss ich mit Kinderschlägern spielen, so Zeugs. Und das ist, was wirklich nice ist bei dem, ist, dass er halt wirklich ein Profi ist. Ja. Und zwar ein richtiger Profi. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich etwas von dem lehre. Weißt du, wie ich meine? Aber schon nur, dass es heutzutage möglich ist, dass du so viel Zugang hast zu einem Profisportler, ist einfach, ist fucking insane. Das du schreibst du mir mal gesagt. Nein. So, hey, nice shot, Bryson. Hi, my name is Joel from Switzerland. Nein, aber das ist richtig krass, muss ich sagen. Ja. Der erklärt auch seinen fucking Prozess und alles, oder? Ja. Und es ist oft so, oh wow. Ja. Was nicht vorstellbar gesehen war, früher hat es irgendwie, keine Ahnung, jetzt eine DVD oder eine VHS gegeben, wo jemand dann auch nicht. Ja. Mhm. Wie will ich sagen? Ist auf jeden Fall unterhaltsam. Geil. Und macht Golf. Macht vielleicht auch Bock, ja. Ja, habe ich noch nicht in meinem Feed. Ja, aber wenn du die anderen Golf schon hast, Frisbee-Golf. Hey, Frisbee-Golf und Fußball-Golf, ja. Voll. Und ich habe auch so eine andere geile Sportart. Die heisst irgendwie, also schreiben tut man es. Jai allein oder so. Okay. Also Kai allein oder so. Irgendwie, es ist, glaube ich, Spanisch oder so. Und die haben wie so, weil wir vorher ein bisschen gewascht waren, ein Padel und so. Die haben wie so eine überdimensionierte Hand an der Hand. Also so gross. Und nachher tun sie so ein kleines Böllchen an so eine Wand anschiessen. Ja, kenne ich. Und es wird. Yes. Ja, genau. Voll geil. Genau. Voll geil. Das würde ich auch gerne mal machen, aber das kann man in der Schweiz, glaube ich, nicht spielen. Das kommt schon noch. Das ist wirklich. Du fühlst das andere komplett verschwunden, wird das geheißen? Da kann ich jetzt sogar auch die Regeln und so. Das ist geil. Wie hat das geheißen, wo früher noch alle Amis gespielt haben? Das ist irgendwie verschwunden. Wo wie so eine Vorstufe von dem gesehen ist. Irgendetwas. Fuck, ich weiß den Namen nicht mehr. Also auch so Böller an der Wand schießen? Nicht an der Wand eben, sondern so ein Netz. Da haben sie so den Ball im Netz gehabt. Aha! Ja, wie heisst es? Ja, und dann einfach wie mit so einem Kinderfischernetz. Ja. Rennen sie die ganze Zeit um. Ja. Und die Goalies haben so fette Rüstung an, weil sie nachher die genau. Böller. Nicht irgend so etwas Crochet oder Okay. Ich habe auch Crockett im Kopf, aber ja, aber es ist Crockett. So etwas. Und es heißt so ähnlich, oder? Musst du vielleicht mal googeln mit Fischernetz rumrennen, Ball. Und das ist so, zeitlang ist das ja so, alle Amis hat immer so die College-Dudes gegeben, wenn sie das gespielt haben. Yeah. Cross. Lacrosse! Ja. Lacrosse. Das ist schon irgendwie weg. Ja, aber wobei ich sehe... Dass wir so lange Leute, haben überlegen, wie es heisst. Ja, aber ich sehe noch Leute, wo mit diesen Schläger, Netz, Fischer-Dinger da irgendwie durch Zürich laufen. Also jetzt wird schon auch noch gespielt irgendwie. Vor allem, ich glaube, bei uns, wo ich wohne, oben hat es so eine riesige Sportanlage und ich glaube, dort trainieren die eben. Lacrosse. Genau, und dann haben sie so Helme und so Käppli. Okay, aber das kann ja leider, wie das heisst, das... Ja. Machen wir eine Halle auf. Sieht sehr geil aus. Ja.
Es ist sick, aber ich stelle mir vor, die spielen ja alle immer nur mit rechts. Mhm. Und die müssen ja unhuren den Böllen rumschiessen die ganze Zeit. Ich glaube, die sehen dann mega komisch aus. Wieso? Die haben einfach so, wahrscheinlich, wenn die so nackt sind, haben die einfach so einen huren fetten rechten Arm. Und links einfach so ein dünnes Ärmel. Und wahrscheinlich auch noch irgendwie bei den Beinen. Weißt du, weil die schiessen ja immer, es ist immer die gleiche Bewegung. Mhm. Außer wenn sie so fest schiessen, dass es hinten an die Wand geht, yeah, dann müssen sie direkt. Ja, ja, genau. Sonst können sie ihn ja wie so fangen, yeah, dann können sie ihn einmal sich so parat legen und dann können sie ihn vorblasten. Und wenn es hinten geht, und das ist ein Rebote, dann müssen sie direkt wieder vorballern. Ja, aber sonst ist es ja wirklich so. Ja, aber das finde ich noch geil. Ja, das könnt ihr auch mal machen. Ey, vor allem jetzt wirklich, es klingt so, als wäre ich so ein Sportnerd, dabei bin ich zu viel im Internet. Aber ja, was ich auch noch von wegen so etwas Neues machen, so, was ich auch gerne mal ausprobieren würde, ich folge auch noch so irgendeiner Art von Kegeln. Ich glaube, Osteuropa irgendwie. Und der Witz ist, es ist von der Bahn her, glaube ich, wie Kegeln in der Schweiz, yeah, aber die Bälle sind klein. Yeah. Und du hast keine Öffnungen, um den zu heben. Yeah. Du nimmst einfach so den Ball in die Hand, yeah, und dann rührst du den irgendwie. Aber das ist ja Kegeln. Nein, aber bei uns hast du ja meistens mit denen Griff. Das wäre Bowling. Nein, Bowling ist mit drei Löchern. Ja. Yeah. Und Schweizer Kegeln ist doch meistens ein Loch und dann so ein fetter Schlitz. Ah. Ja. Und nachher darfst du auch nicht zu fest, ja, ja, sonst klingelt da und dann willst du da eine Säule und einen Kranz oder was weiß ich da, Kegel ist da. Und die haben eben so kleine Böllen und nachher können sie die so führen. Ich kenne halt nur so ein Kinderkegel, wenn du irgendwie in so einem grossen Restaurant gesehen bist, ja, auf dem Land. Sick. Dann haben sie es einfach ja aufgestellt und du hast einfach wirklich aha, so ja, gekriegt. Ja. Und dann hast du gedacht, ja. Ja. Aber ja, das würde ich auch gerne. Nie gekegelt. Hast du nicht gekegelt? Nein, aber Bowling finde ich voll geil. Ja. Bowling finde ich so einen richtig, richtig geilen. Mit 30. habe ich am Nachmittag gesagt, einfach Kollegen und ich. Gehen bowlen. Ja. Und dann einfach ein paar Bier getrunken, einfach ein bisschen Bowling. Und danach ist meine Geburtstagsparty zu oben losgegangen. Aber das war das Nachmittagprogramm. Ja, so ich finde es schon auch noch geil, Omix. Ich finde es weltklasse. Irgendwie, dass du in diesen Boxen hockst und dann irgendwann bist du wieder dran. Und das ist so eine perfekte Mischung von. Zum Beispiel die Amis wegen Golf, bei denen gibt es Topgolf. Das ist so quasi, das ist denen ihres Weekend. Ja. Yeah. Das ist auch so Bar, Trinkschau und du hast einfach so ein Golfspiel, wo du einfach kannst abschlagen und dann hast du irgendwie so Zielschieben am Boden und weißt so irgendwie so einen Computer und bla und bla. Mhm. Das ist einfach so, du hast nicht ganz nichts gemacht, aber eigentlich ist es statt. Hast schon vor allem gesoffen. Genau, statt auf nur in einer Bar hocken und statt dass du dann draußen irgendwie, keine Ahnung, irgendetwas auseinander nimmst. Ja, ja. Du hast halt lieber dort. Du fährst einfach nachher betrunken mit ihm in einem Golfwägeli irgendwo ja, ins Zeug hin, oder? Genau. Fährst du mal gesagt Golfwägeli? Oh, natürlich. So, hä? Ich lieb's. Bist denn du in so einem betäten Golfclub? Nein, ich bin. Wieso musst du einkaufen? Achtung, ich bin beim Mikro. Mega Golfpark. So ist es. Also gut. Einfach der ASG-Mitglied. Ja. Das kostet irgendwie 300 Stutz im Jahr. Und dann musst du nie mehr zahlen? Was? Nie mehr zahlen? Doch, dann, natürlich. Ja. Dann zahlst du einfach für deine Runde. Aber das ist natürlich der perfekte Einstieg. Ja. Weil, eben, dann zahlst du wirklich nur, wenn du willst. Oder? Und jetzt komme ich dann schon langsam an einen Punkt, wo ich so finde, jetzt muss ich dann vielleicht in so Amateurliga? Nein, überhaupt nicht das, sondern einfach wirklich eine Club-Mitgliedschaft machen bei einem Club, dass ich wirklich halt einfach sage, geil, weil dann kann ich einfach immer dort hingehen und kaufe dort immer spielen, wenn ich will. Bin langsam dort. Und dann wirst du so in die erlauchten Kreise dann eingeführt? Oder gibt es auch normale? Ja, es gibt sehr viele normale. Und zum Beispiel eben jetzt der eine, den ich anschaue, der war sehr normal. Das ist oft, es ist eh viel entspannter geworden. Es gibt so zwei, drei Elitari, aber du musst ja zu denen nicht. Aber es ist wirklich, schlussendlich auch dort 90% finden, ja, man soll oft Spass haben, oder? Mhm. Das heisst, es gibt keinen Grund irgendwie nicht nett sein, es gibt keinen Grund irgendwie nicht Rücksicht nehmen auf andere, sondern einfach mega geil, dass man es machen kann, so in der Abstell.
Sick Golf, yeah. Mann. 40 viel gut. Wow. Jetzt bin ich langsam ausgeschossen. Sportmetapher. Schlafen. Yes. Yes. Oder nein. Ich muss nochmal anfangen. Die Tätigkeit, die ist zwischen ins Bett gehen und einschlafen, aber man schläft eigentlich schon fast. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, zum Beispiel im Lockdown der erste UFC-Fight wieder gesehen. Okay, nein. Nein, weißt du, so dann, wenn du merkst, also sonst gehst du ins Bett, dann liest du vielleicht noch etwas oder dann hängst du noch im Internet und schaust, tamilisches Bärli-Fang ist oder so. Das meine ich nicht, sondern dann, wenn du dich so einkuschelst, wahrscheinlich so, weißt du, so. Und nachher merkst du, oh geil, jetzt penne ich dann gerade ein. Ich nenne das. Kennst du den Moment? Ja. Und dann pennst du aber noch nicht. Mhm. Aber du weißt so, ja. Wow, jetzt dann gerade. Wow, ist das geil. Ach, das ist. Und je nachdem, wenn man ja hure kaputt ist und müde und so, hat man das ja wie nicht. Ja. Weil dann gehst du einfach ins Bett und bist einfach so. Oder? So wie im UFC-Ding da. Und wenn das eben, wenn du ein entspannt bist, genug geschlafen hast, vielleicht, dann hast du ja doch das. Und das ist so ein geiles Gefühl. Nee. Ich nenne das, wenn der Schlaf von hinten holt. Für mich ist so ein Gefühl von, ich habe immer das Gefühl, es kommt so kurz außerhalb vom Hinterkopf. Ja, dann kommt so, dann geht so Klappen runter. Ich kann es nicht genau, aber ich habe immer das Gefühl, von dort kommt die Kraft, wo irgendwie, und ich so, oh, jetzt ist es einmal gekommen. Und ich glaube, mit grosses Glück mittlerweile, nach all diesen Jahren, ist es, dass ich habe immer massive Einschlafstörungen gehabt. Mhm. Und habe jetzt sehr viel unternommen, dass das nicht mehr so stark ist. Und es hat sich auch bessert. Aber ich glaube eben, dass ich das Gefühl so fest geniessen kann, hat mit dem zu tun. Weil ich kenne Leute, die können einfach wirklich, bumm, fertig. Mhm. Mhm. Aber das ist eben ein schade, weil das ist ja dann hure so funktional. Das meine ich eben. Das kannst du dann wie noch so geniessen. Das meine ich eben. Ich glaube, das ist eines der wenigen Vorteile von meinen Schlafstörungen, die ich hatte, ist, dass ich wirklich, wenn ich merke, der Schlaf holt mich, er kommt jetzt und findet so, ich schicke mal so. So eine 20%-Welle. Ja. Dass ich dann so finde, oh, shit, ist das geil. Das ist huere geil. Und dann hast du auch immer so, dann spürst du so, wie bequem dein Bett ist. Mhm. Nein. Yeah. Das ist der Moment, wo du so denkst, wow. Ja, vor allem, fuck, wie kann etwas so bequem sein wie mein Bett? Vor allem, wenn du zuerst, in meinem Fall, irgendwie 4-5 Mal hier und her gewechselt hast und immer so denkst, irgendwie noch nicht, irgendwie auch nicht, was ist jetzt, der Fuß passt irgendwie nicht. Und dann eben auf einmal passt es und du bist so, wow. Ja, und das Bett wird tiefer und du sinkst mehr ein. Ja. Vielleicht ist es so, wenn man so hure Junkie ist und so harte Drogen nimmt. Vielleicht ist das so ähnlich, wenn so der Flash kommt, weißt du? Maybe. Vielleicht ist es so. Wow, und dann tut es dich so. Und dann holt es dich so. Und dann hast du oft noch, das habe ich ab und zu, dass dann wie nochmal ganz kurzer, jetzt habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht, ein grünes Auto, wo Snip, Snip, Slap irgendwie gesagt hat. Oder weißt du, irgendwie so. Dann kommen schon so die ganz kurzen REM-Phasen, so ganz kurz. Irgendwie, wo du mir, jetzt bin ich irgendwann mehr gesehen. Dann bist du nochmal kurz da und dann bist du weg. Weltklasse. Oh, das ist super geil. Hoffentlich habe ich das heute wieder. Aber das kommt, habe ich eben gemerkt, das kommt automatisch mit halt einfach. Ein Grund, warum ich immer Schlafstörungen hatte, ist, weil ich eben mich immer gestresst habe, zu schlafen. Und dann natürlich geht es nicht. Und dann denkst du, fuck, jetzt habe ich nur noch so viele Stunden und wenn ich jetzt nicht einpenne, habe ich noch weniger. Und da. Und einfach mit der Entspannung, wo man sich einfach muss geben, eben kommt auf einmal. Und dann ist so. Hello, welcome. So geil. Ja, voll, ich kann das auch. Ich meine, eben, ich habe irgendwie zwei kleine Kinder und der eine hat jetzt wirklich nicht so gut geschlafen die letzten paar Jahre.
Und ich bin einfach immer einfach todesmüde gewesen, ja. Oder? Es ist einfach, du stehst einfach die ganze Zeit auf, bist völlig im Arsch und so. Und dann ist ja Schlafen wirklich so, hoffentlich geht es in irgendeiner Form und einfach so schnell wie möglich und es haut dich einfach um. Und jetzt, seit das eben besser ist, habe ich das eben wieder. Ja. Yeah. Wirklich, ich habe so ein bequemes Bett. Es ist wirklich? So geil. Es ist einfach so, oh fuck, oh. Jetzt habe ich einen Bock zum Heimgehen schlafen. Ja. Yeah. Oh, was ich dann zum Teil nicht verstanden ist, wenn man aufwacht und denkt, oh, ich könnte jetzt noch 5 Stunden schlafen. Und ich habe mir so gedacht, wieso hat man das Gefühl nicht vor mir schlafen? Ja, das stimmt. Das stimmt. Das Gefühl von Müdigkeit hast du einfach nie, egal wie müde bist. Ja, das ist glaube ich, irgendwie so eine Evolution, etwas falsch gelaufen. Das ist vielleicht so in 100'000 Jahren ist es vielleicht besser bei uns, aber das ist wie noch, das sind wir wie irgendwie nicht so gut eingestellt, habe ich das Gefühl. Gut, dann gehen wir mal zum, Achtung, 5. und letzte Feelgood. Schaffst du noch eins? Wow. Ich muss gerade ein bisschen überlegen, ich habe nämlich, es war recht, so ein paar gute Wochen gewesen, so. Die letzten paar Wochen. Mhm. Es geht, ja, das ist auch noch geil. Es geht, jetzt wenn ich mir das so überlege, was unterschätzt ist, finde ich, und was auch nichts mit Alkohol muss zu tun haben. Jetzt sind wir schon wieder, das ist ein bisschen, es ist ein bisschen Sport und kulinarisch lastig, unser Gespräch heute, aber das ist eben schon geil. Sind gute Drinks. Ja. Yeah. Und zwar nicht einfach irgendwie einfach Whisky, ein schlechter Whisky und ein schlechtes Cola oder so. Sondern eben auch, es geht ja genauso, ich habe gerade ein paar Mal auch ohne Alkohol Drinks getrunken, was ich entdeckt habe. Und die, wenn du so auf einer geschmacklichen Ebene dann hure überrascht wirst. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen, das, also ich bin auf jeden Fall so ein Mensch, der das bis jetzt nicht so viel gemacht hat. Ja. Es ist mehr so ein bisschen Mittel zum Zweck gewesen, manchmal. Ja, ist einfach noch ein Gin Tonic genommen oder so irgendetwas. Und es gibt, wenn du in einer geilen Bar bist, mit guten Barkeeperinnen und Barkeeper, dann ist das mega eine geile, geschmackliche Erfahrung. Mit dann so mehr so Cocktails, oder? Ja. 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 Ich bin ja ein grosser Cocktail-Fan, muss ich sagen. Ja. Und gut, letzte jetzt wieder, habe ich wieder mal Cocktail mit Rotwein. Oh, okay. Das ist huere etwas Geiles. Dann hast du irgendwie eine Basis und dann gib einfach am Schluss noch ein bisschen Rotwein. Ja. Yeah. Und das gibt so eine geile Note. Es ist ja dann nur ein bisschen, oder? Es ist wie noch so ein bisschen so Topping-mäßig. Ja. Yeah. Oder zieh jetzt einfach noch ein bisschen den Geschmack von der Traube, von dem Rotwein. Und das ist etwas mega Geiles. Wie heisst der? Weißt du nicht. Ich weiß nicht, wie der geheißen. Also es gibt, eine Zeit lang hat es in einer Bar in Zürich, im Damm, ich glaube ein Barkeeper, wo das so ein bisschen seine Spezialität war. Okay. Und der hat ganz viel gehabt. Und dort habe ich mal wirklich, dort habe ich das erste Mal entdeckt, dass das überhaupt gibt, dass das fein ist. Und dann habe ich dann ganz fest Kopf gehabt nachher. Bishop? Hey, es gibt glaube ich ganz viele verschiedene. New York Sour. Das, den habe ich, glaube ich, am Wochenende. Gut, Sangria. Ja gut, das ist natürlich. es war, glaube ich, irgendein Sour gewesen, und dann mit noch ein bisschen Rotwein. Ja. Und das andere, die anderen, die ich dort wirklich dann viel zu viel von denen getrunken habe, so fein gefunden und dann richtig, richtig übel gerinnt hatte am nächsten Tag. Also das war wirklich gar nicht gut gewesen. Also weißt du, ich bin nicht mal irgendwie mega betrunken gewesen, so, aber ich habe einfach richtig, wirklich, das war nicht schön gewesen.
Und das ist mega geil. Yeah. Und vor einem Zeitchen mal, vor einem Jahr vielleicht oder so, bin ich mal mit einem Kollegen in der Corona-Halle hier in Zürich. Mhm. In die Bar. Mhm. Und dann haben wir auch, sind wir da und haben einfach dem Barkeeper gesagt, hey, machen wir etwas Geiles. Mhm. Und das ist auch zweimal, das war auch der Wahnsinn gewesen. Ja. Yeah. Also einfach so Geschmackskombinationen und so, wo du sonst einfach nicht hast. Häufig. Mhm. Also im Essen, festen Essen. Ja. Yeah. Irgendwie. Ja, und jetzt habe ich das wieder gehabt, letztes Wochenende. Bin ich ein paar Mal draußen gewesen, letzte Woche. Das ist ja eher selten. Und es war jedes Mal richtig geil gewesen. Wirklich einfach so, wow. Ich kann mich sehr begeistern für das. Ich bin großer Espresso Martini-Fan. Ja. Ein guter Espresso Martini. Nicht so geil. Findest du nicht so geil? Nein, ich weiß nicht, irgendwie. Also ich kann es schon ich finde es schon spannend irgendwie. Yeah. Aber für mich stimmt der Kontext meistens irgendwie nicht. Okay. Dann, also ich kann dir oft aufzählen, was ich alles geil finde. Ja. Bloody Mary. Ja. Finde ich auch ganz schlimm. Findest du ganz schlimm? Ja. Das ist lustig, weil du entweder liebst oder hasst es, oder? Ja. Pornstar Martini. Dümmste Name ever. Ist das... Mit was ist das? Hey, das ist so... Tropical. Es schmeckt so ein bisschen tropical. Es hat so ganz leichte Vanillenoten. Es ist noch... Ist es nicht auch mit so noch... Entweder mit veganem Schaum, was ja aus irgendwie Kichererbsen gemacht wird, oder mit Eiweiß. Oder mit Eiweiß, ja. Und es hat, wie heißt sie? Da siehst du sie. Maracuja. Oder was ist das? Nein, Passionsfrucht. Passionsfrucht. Passionsfrucht, okay. Genau. Und also die Basis ist Wodka. Ja. Ja. Ja, also das holt mich eher ab. So yeah. Und? Eine richtig geile Margarita bin ich. Aber so etwas von innen. Mhm. Jetzt, wo wir in Amsterdam gesehen sind, meine Freundin zum Beispiel hat irgendwie auch nie einen großen Cocktail getrunken. Und dann hat er nicht mehr gesehen, sie hat einen Pornstar Martini. Ich so, ey, das nehme ich jetzt. Mhm. Dann hat sie auch einen probiert, okay. Mhm. Dann habe ich Margarita genommen. Mhm. Das ist ja mit dem Salzrand, was ich irgendwie halt eben noch geil finde. Ist geil. Mhm. Und dann hat es Smoky Margarita hat's gegeben. Mhm. Und meine Freundin hat sich entschieden, den zu nehmen, was dann wirklich zu smoky war. Es hat wirklich geschmeckt wie ein Aschenbecher. Ja. Aber sie hatten einen Chili-Salz drumherum. Ah, das ist sicher noch geil. Und dann haben wir gemerkt, eine Margarita mit Chili-Salz drumherum. Mm. So. Mhm. No limits. Mhm. Ja, das ist mega geil. Und was ich vor allem eben wirklich auch mega geil finde, ist, dass mittlerweile wirklich auch viel... Also in den guten Bars eben auch geile Cocktails gibt, die du ohne Alkohol kannst trinken. Die berühmten Mocktails. Ja. Ja. Wo hure gut sind. Ja. Also ich finde auch auf wenn sie gut gemacht sind. Ein guter Spiced Tomato Juice. An sich finde ich halt eben auch geil. Ja. Auch ohne Wodka. Voll. Voll. Und das finde ich recht geil. Und das habe ich auch so ein bisschen angefangen. Weil du musst ja nicht, also gerade so, wenn du am Abend irgendwo rausgehst und so, ich meine, hey, du musst die ganze Zeit Alkohol trinken. Yeah. Irgendwie. Also, ich meine, kannst du machen, aber musst du jetzt wirklich nicht. Und dass es geile Sachen gibt. Ich bin zum Beispiel auch, Achtung, großer Fan von Pschorle. Ja, das finde ich auch geil. Das ist, wo ich mal eine Alkpause gemacht habe und es irgendein, weiß ich auch nicht, was Apero gegeben hat, haben sie Pschorle serviert. Mhm. Und was irgendwie noch, es tönt so blöd, aber halt wegen der Gesellschaft und irgendwie alle saufen und fühlst dich nicht wie ein absoluter Vollidiot, weil du hast gleich so eine Flasche aussieht wie ein Bier und es ist einfach noch ein geiles Gesöff. Schmeckt mega richtig gut. Wo du einfach so, wenn du wirklich mal keinen Alkohol willst trinken, sagst du, why not? Weil ich meine, als ich mit 20 gesehen bin, habe ich gefunden, ich trinke keinen Alkohol heute. Dafür habe ich dann auf irgendwie 13 Red Bull reingeschüttet. Und so findest du, es ist alles nicht so gesund, aber 13 Red Bull ist vielleicht wahrscheinlich noch die dümmere Idee als. Oh ja, das ist aber das ist so ein Zeitli. Hat man das gemacht? Ich weiß es auch noch. Oh ja, Zeitli hat man das gemacht.
Nein, ich bin so rumgelaufen. Das ist wirklich, ich merke es. Ich habe 5 Red Bull getrunken, ich merke es. Das ist eh, das kommt ja eigentlich zusammen, was du gesagt hast, der Schlaf und Dirty Food und all das Zeugs ist mir zum Glück irgendwann in einem Alter, wo man einfach ein bisschen abschätzen kann, wie viel davon geht und wie viel davon sollte man haben, etc. Das einfach, wenn ich zurückdenke, wenn ich einfach so ein paar Jahre in so einem konstanten, übermiedeten, aber mit Koffein und Zucker und Fett zugeschütteten Zustand gesehen bin und gedacht habe, ah, das ist... So fühle ich mich recht okay und habe mich immer gewundert, wo mich alle 2 Wochen irgendwie verkältet gesehen. Weißt du, wie ich meine? Mit 4 Stunden Schlaf und 6 Red Bull und noch Ziggis. Also weißt du, einfach so. Aber das ist doch, aber es ist schon auch ein geiler Moment im Leben, finde ich, wo man merkt, also wo man die finanziellen Möglichkeiten hat und merkt, hey geil, heute Abend friss ich einfach 3 Pack Chips zum Nacht. Und kann es einfach machen, muss niemand fragen. Und dann einfach, kann einfach das EC-Kärtchen führen und einfach 3 Pack Chips kaufen. Und das ist schon, das kostet mir ja dann schon ein bisschen aus. So. Das habe ich gehabt mit meiner ersten Wohnung, wo oder? Sehr, sehr nach 24 Stunden offenen Dönerladen war. Ja. Ist wirklich mehr aus, einfach, eben weil ich es hatte, bin ich um 2 Uhr morgens dort eine Pizza geholt. Ja. Und wir haben immer das gleiche Ritual gehabt. Ich laufe rein und da Pizza Margherita. Und ich so, jawohl, ich rauche eine. Also, ich weiß. Und dann habe ich vor der Dönerbude meine Ziege geraucht, bis die Pizza fertig war. Und dann bin ich mit der heimgelaufen und habe einfach die Pizza einfach inhaliert. Und nicht wirklich Hunger gehabt, weißt du? Nein. Aber es ist schon wirklich... Oh, man nicht einmal betrunken oder so. Ja. Es läuft so, yeah, es ist 2 Uhr morgens, komm, ich hole eine Pizza. Und ich finde das total gut. Und ich tue mir so Momente eben manchmal auch, finde ich, das sind wir schon wieder... Das tut einfach auch gut manchmal. Eben, wenn man es bewusst macht und weiss... Zum diesen Mode wieder mal ab und zu anflippen. Ja. Jetzt ist es im Fall einfach Wurst. Scheiß auf gesund, scheiß auf alles. Jetzt 2 Pack Guetzli, die müssen es einfach rein. Ist irgendwie auch geil. Genau. Das gehört dazu. Und eben, ich habe das Gefühl, dann genieße ich es auch viel mehr. Weißt, aber wie nach dem ersten Pack ist es dann schon eigentlich gut und du musst es einfach noch reinfräsen. Ja, aber die Entscheidung, dass du das machst, ist, ja, ist, super. Ist mehr ein Genuss. Was ja kacke ist, das ist das, was ich hatte, ist einfach so, mangels Alternativen, sagst du, ja, also dann isst ich halt nochmal eine Pizza. Und ja, ey. Du findest es gar nicht so geil, weißt du, oder, ja, dann sind wir halt jetzt da im Mac. So, nein, jetzt ist Mac, ist ein fucking... ist eine Zelebrierung sondergleich, oder? Ja. Und es geht einem nicht ganz so gut nachher, aber es ist irgendwie der Wahnsinn. Es war geil. Yes. Ja, also siehst du, jetzt haben wir tatsächlich 5 Feelgoods durchgekriegt. Ja, schon. Hättest du nicht gedacht, hä? Ja, man kommt dem ja dann schon immer. Aber wir haben auch eine gute Zeit durchgekriegt. Ja. Vielen, vielen Dank, bist du wieder da gewesen. Hey, gern. Wir können noch schnell warnen, da haben ein neues Album draussen. läuft auch mega gut. Und Tour, alles ausverkauft, fast alles ausverkauft? Noch nicht alles ausverkauft, aber ein grosser Teil. Also nein, stimmt gar nicht. Gut, dann nochmal neue Termine. Ja, wir haben dann von den alten Terminen ist die Hälfte oder 3/4 ausverkauft und dann haben wir noch einen neuen Termin gemacht. Und dort stehen viele auch schon recht viel verkaufte Tickets. Mega geil. Also wenn man noch würde wollen kommen, dann würde ich sich empfehlen, Tickets zu kaufen, weil sonst sind sie dann irgendwann weg. Und das ist natürlich auch apropos noch viel gut, jetzt machen wir noch einen 6. viel gut, mit der Band und der ganzen Crew unterwegs zu sein. Und quasi Neverending Schulreisli zu machen, ist natürlich etwas mega Geiles. Und jetzt sind die Festivals durch, jetzt wo wir das aufnehmen da. Jetzt freue ich mich einfach mega, dass wir dann wieder spielen können. Yeah. Im Club und wieder Schulreisli machen und wieder Chips essen und Gummibärli. Und das ist mega geil.
Ciao, Baby, ciao. So heißt's. So heißt's. Aber ich hätte es jetzt auch gesagt, um einfach Tschüss sagen. Also. Nein, wirklich, es freut mich mega, mega fest, dass es so gut läuft. Und ja, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre. Ringeli. Ja. Yeah. Und ich genieße durch das umso mehr, dass es bei euch jetzt so läuft. Ja, schön. Ja, also wirklich, weil es ist einfach so, man lernt sich kennen, alle haben irgendwie Träume, alle haben irgendwie Ziele und so. Und man denkt dann so gern an die Momente zurück, wo dann irgendwie, weißt du auch nicht, wo am Hafen zu Basel. Nach bis 5 Minuten Bullen kommen. Bis die Bullen kommen. Und einfach so, für mich jetzt das Wissen, das wird es nie mehr geben. Ja. Und ich habe es dort schon geil gefunden. Ja. Und es hat einfach noch, in der Erwartung hat es einfach noch mal ein bisschen mehr ja. einzigartiger Charakter. Huere geil. Ja, schön. Ja, cool. All the best. Gleichfalls. Bis bald. Bis bald, wenn es wieder heisst Trash Food. Yeah! Tamilisches Bärli von uns. Der Teil von Trash Food. Und danke, Christoph. Mach es gut. Peace. Tada!